Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute in Pleidelsheim, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, bei der Firma Mechatronik. René ist heute mal wieder hinter der Kamera. Ich winke mal für dich, ne? Weil er hat so ein Profi-Equipment aufgebaut hier, da kann er schlecht winken. Aber wir sind mal wieder zusammen unterwegs. Es gibt heute jede Menge Mercedes-Technik, alt als auch neu. Mechatronik ist für mich eine Firma, falls ihr es noch nie gehört habt, die eigentlich darauf spezialisiert sind, in alte Autos neue Motoren einzubauen. So ist der Grundgedanke. Allerdings, wir haben gerade mal schon mal ein bisschen geguckt, das, was wir hier heute sehen werden, wird jeglichen Rahmen sprengen, weil hier ist viel, viel mehr als nur ein bisschen Restomod, ich baue neue Motoren in alte Autos, sondern eine Autosammlung und auch Rennsporttechnik. Wirklich, ich bin eigentlich immer noch sprachlos. Wir sind leider einmal kurz durchgehuscht. Ich habe die ganze Zeit so gemacht, oh nee, bitte noch nicht alles zeigen. Ich will euch das alles zeigen. Und genau das machen wir jetzt. Wir gehen mal rein. Pascal wartet auf uns. Und dann, ich habe noch keine Ahnung, was heute alles passiert. Wir fangen einfach mal an. Freut euch auf ein paar geile Videos. Das wird richtig gut. Moin. Pleidelsheim war richtig, ne? Pleidelsheim ist richtig. Pleidelsheim. Ja. Eigentlich bin ich hier, um ein bisschen über eure Restomods zu berichten. Wir haben viel vor heute. So war eigentlich der Plan. Jetzt habe ich allerdings gesehen, man sieht es hier schon im Showroom, dass ihr eigentlich viel, viel mehr zu bieten habt, als einfach nur ein paar alte Autos umzubauen. Ja, wir haben hier im Showroom schon mal zwei Autos ausgestellt, wo es ein bisschen zeigt, wo die Reise heute hingehen wird. Ja, hier zum Beispiel jetzt ein C63 DTM, die schönste Art der Geldverbrennung, wo wir unser hart verdientes Geld dann wieder ausgeben. Ja, wir gehen ab und zu auf Trackdays mit Autos aus unserer eigenen Sammlung. Und speziell der Wagen, jetzt letztes Jahr schon ein bisschen Aufmerksamkeit erregt, auf dem Nürburgring während dem Gear Collector Track Day. Für mich nach wie vor beeindruckend, wie die Performance von den Autos sich heute noch auf der Strecke zeigt. Also bei dem Track Day, da war alles da, vom ja. Senna GTR, AMG One und so weiter. Wir müssen fairerweise dazu sagen, wir hatten einen Paydriver drin, ja, den Tobi Müller. Aber einfach beeindruckend, heute noch solche Autos auf der Strecke zu sehen. Wir fangen mal ganz vorne an. Wie lange gibt es Mechatronik schon? Seit 1997. Schon immer an dem Standort hier? Am Anfang in Großbottwar und seit 2000 hier in Pleidelsheim. Wie hat das Ganze angefangen? Was war damals Intention, Ziel, geile Autos bauen? Damals schon alte Autos, neuer Motor oder wie ging das Ganze los? Ich glaube, der Gründer Frank Rickert war von Anfang an einfach ein Petrolhead. Ja, es ist das, was wir hier machen, ist wirklich Passion. Ja, was ein anderes Wort fällt mir dafür nicht ein. Und der Frank Rickert mit seinem Background von AMG damals gesagt, okay, wo Mercedes oder AMG zu Mercedes gewechselt ist, das ist nicht mehr sein, so wie es war, früher bei AMG. Und hat sich dann entschieden, hier die Wurzeln aufzuschlagen und einfach seine Leidenschaft in Business umzusetzen. Und das, was wir später auch sehen werden, diese sogenannte New Tech Series, war einfach schon immer seine Intention, die Autos erlebbarer zu machen, ja, neue Technik in alte Autos zu implementieren. Ja, die Story, wie sie gegangen ist, sieht man oder werdet ihr heute hier sehen, ist just living the dream, sage ich immer. Ja, also für alle Angestellten hier auch im Unternehmen, man kommt hier nur rein oder passt hier nur rein, wenn man wirklich für das lebt, Bock was hat. Man hier tut. Und das ist, wo wir herkommen, ja, und wo die Reise auch in Zukunft hingehen wird. Ja, es war eine spannende Reise und wird eine spannende Reise bleiben. Ja. Wie viele seid ihr? Automotive-technisch ca. 40 Mitarbeiter. Ja, wir haben noch ein paar andere Bereiche, aber hier in der Werkstatt knapp 40 Mitarbeiter. Und Automotive heißt dann sowohl Werkstatt für diese Restomods, da kommen wir später zu, weil das ist eigentlich, ich habe gesehen, ihr habt so einen Konfigurator für diese Autos, also man kann sich bei euch auf der Homepage tatsächlich wie Neuwagen dieses Auto gestalten. Genau. Dann sehe ich an diesen Fahrzeugen schon, dass ihr auch Rennfahrzeuge wartet. Genau, also wir haben verschiedene Bereiche. Zwei sehen wir jetzt hier. Einmal das Thema Motorsport, wo wir nachher im Detail noch darauf eingehen werden. Und hier drüben jetzt der 300 SL Roadster, das ist ein Thema, was im klassischen Bereich geht, die originalgetreue Restauration. Aber das heißt, wenn ich so ein Auto besitze, kann ich auch zu euch kommen zum Service? Genau. Oder zur genau. Restauration? Genau. Und wenn ich so ein Motorsportfahrzeug besitze, kann ich das auch bei euch zum Service bringen? Kann man auch zu uns. Weil ihr seid ja kein Rennteam, das muss man ja schon sagen. Wir sind kein Rennteam, ja. Und das auch an der Stelle nochmal gesagt, wir betreiben das nicht auf einem professionellen Level. Ja, das ist mehr Liebhaberei und aktive Geldverbrennung. Ja, aber hat natürlich einfach auch in der Szene einen geilen Werbewert. Wenn da ein C63, ich weiß nicht, wie viele Firmen, die nicht jetzt Mercedes sind, so einen Wagen aktuell überhaupt noch einsetzen. Es gibt einige Besitzer, die solche Autos privat besitzen. Aber solche Fahrzeuge wirklich einzusetzen, ist eben nochmal was anderes, wie sie einfach nur in der Ecke stehen zu haben. Und da sind wir stolz drauf, dass wir einfach das Know-how in Form von Mitarbeitern und auch Spareparts etc. eben bieten können, um solche Wagen auf die Strecke zu bringen. Und dann kommt noch der Punkt dazu, Thema Auto sammeln und An- und Verkauf, Autohandel. Das ist auch das, was uns vielleicht videotechnisch das Genick brechen könnte am Ende, weil es ist wirklich ein Umfang, kann man ungefähr sagen, wie viele Autos so? Also, im Jahr gehandelt werden? Nee, einfach nur so, wie viele Autos euer
Reich hier so ist, sage ich jetzt mal so. Ne? Es geht in die Hunderte. Ja, Hunderte, es geht, ne? Es geht in die Hunderte. Ja. Mit Werten bis zu 10 Millionen. Ne? Einfach nur schon mal um die Leute so mit ein bisschen. Mit Werten auch noch über 10 Millionen. Weil ja, ich glaube, man sieht das dann mit ganz anderen Augen, wenn man gleich so weiß, dass ihr weder Händler noch ein Motorsportteam noch, dass ihr alles zusammen seid. Und das finde ich, macht das so beeindruckend hier definitiv. Das macht es wirklich so spannend. Ja? Also wir haben eben von dem klassischen Handelsbereich über den klassischen Werkstattbereich, was die historische Restauration angeht, New Tech Series, das ganze Restomod-Thema ist aktuell wahnsinnig spannend im Markt. Und das vielleicht auch an der Stelle nochmal erwähnt, wir hatten damals schon wirklich eine Vorreiterrolle, wo das ganze New Tech Restomod-Thema noch nicht so gehypt war, wie es heute ist, mit Ruf, Singer, Gunter Works etc. Es ist gerade wirklich ein Riesenhype, der da stattfindet, und ich denke, da waren wir damals, was Mercedes angeht, ein Vorreiter. Und sind noch heute, wenn es um die Marke geht, wirklich Weltmarktführer. Ja. Ich würde vorschlagen, in diesem Video lassen wir erstmal alles so ein bisschen auf uns wirken. Kommen wir ein bisschen rein, alles gucken und dann so stückchenweise, was so geht. Aber den nutzt ihr wirklich, der wird gefahren. Stimmt, der wird gefahren. Track, ich erinnere mich sogar daran, dass er da tatsächlich gefahren wird. Der wird gefahren, ja. Natürlich nicht mehr jetzt richtig im Wettbewerb, sondern eher auf Trackdays. Aber du kannst dich gerne mal versuchen reinzusetzen, wenn du möchtest. Ja. Das ist aber logischerweise ein Originalauto von damals, was damals gefahren wurde. Nur mit einer anderen Livery, wobei auch die Livery zum Beispiel angelehnt ist an das damalige Design vom Evo 2. Das ist die sogenannte Sonax Livery. Und so verlieren wir aktuell alle unsere Rennfahrzeuge. Ja. Ich muss bei den Autos immer so ein bisschen dran denken, habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass so diese urtypische STW-DTM-Zeiten, wo man ja immer noch dachte, dass die Autos relativ nah an der Serie waren. Das hier ist schon ein bisschen später, aber das hat ja wirklich gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Auto dahinter zu tun. Ne? Weil ja, alleine nur, wenn man hier so reinguckt, hier ist ja nichts mehr. Das ist wirklich komplett nur eine Carbonhülle. Ja. Also da noch die Sitzposition, dann sieht man schon. Dieser Sitz ist ja eine Mischung aus Sitz und irgendwie dann doch ein bisschen Monocoque schon. Ja, also wir werden nachher nochmal in das Bereich der früheren DTM gehen, gerade Evo 2, da sieht man es dann schon, das ist noch deutlich näher am Serienauto. Das hier ist im Prinzip schon Rocket Ship. Aber das war doch noch ein sympathisches Lenkrad, ne? Hier nicht so, ist mega, ja. Nicht so eine Million Müsste man vielleicht mal wieder ein bisschen aufrauen. Ja, aber Rennsport. Ich habe gelernt, im Rennsport ist es nur dann schnell, wenn es auch benutzt aussieht. Richtig. Ne? Ja, weil was nicht benutzt ist, kann nicht schnell sein. Sonst wäre es ja nur ein Museumstück. Ja. So, the stage is yours. Ja, ich bin zum Glück noch in einem Alter, wo ich relativ gelenkig bin. Deswegen komme ich immer. Ich werde es heute nicht versuchen. Das wollt ihr nicht sehen, wie ich mich da reinzwänge. Ich komme ganz gut rein in diese Autos. Okay, ich sitze gerade auf dem Gurt, aber das macht nichts. Aber jetzt nochmal für mich: So ein Auto ist dann bei euch auch zum Verkauf oder das ist reines von Frank privat, Spaß, Hobby, Autos zeigen, fahren, einsetzen, Werbung und so weiter? Ja, von Zeit zu Zeit. Also manchmal haben wir auch solche Fahrzeuge im Verkauf. Wir hatten in der Vergangenheit auch schon die Class 1 Autos in der DTM, die bis 2018 eingesetzt wurden, bevor dann die GT3s kamen. Der Wagen jetzt speziell steht nicht zum Verkauf, aber von Zeit zu Zeit haben wir auch Fahrzeuge in der Kategorie, die dann zum Verkauf stehen. Ja. Aber einfach geil, guckt euch mal, jetzt kann man hier ein bisschen besser reinfilmen. Gefühlt ist hier, wenn ich mir überlege, dass man hier so Spiegel an Spiegel mitgefahren ist, das ist ja wirklich nur eine Hülle auf dem Ding drauf, aber es fühlt sich definitiv sicher an, weil dieses, ja. Also ich glaube vom Sicherheitsaspekt, wenn man es mal mit Motorsport aus den 50er, 60er Jahren oder noch früher vergleicht, ist es immer noch so sicher wie ein Tresor. Weil das, was die Jungs früh gemacht haben, ich denke mir das jedes Mal, wenn man alte Formel 1 Monoposto-Rennauto sieht oder auch die Langstreckensportler aus den 70er Jahren. Was ich halt auch gerade interessant finde, ist, ob man nicht diese Mischung aus Sitz und Monocoque könnte man mit Sicherheit auch in das ein oder andere Auto integrieren und erzeugt so aus einem normalen Auto schon ein richtiges Auto. Ja, aber die Frage ist nur, was der TÜV dann dazu sagt. Ja, aber wie ist das bei so einem Auto mit Ersatzteilen? Habt ihr da alles für? Oder gibt es da auch alles für? Oder wie ist das, wenn jetzt hier zum Beispiel morgen so ein Sitz kaputt ist? Es kann schon schwierig werden. Also wir haben viel aufgekauft in der Vergangenheit, was die Ersatzteile angeht. Aber es wäre, denke ich, vermessen zu sagen, dass wir alles haben. Aber ich sag mal, das Schöne ist in der heutigen Zeit, was die Fertigung von Ersatzteilen angeht, ist man relativ weit. Sehen wir nachher auch später noch, wenn es um 3D-Druckverfahren geht. Das ist was mit Sicherheit noch in der Nachfertigung möglich ist. Es gibt aber auch Teile bei speziellen Rennfahrzeugen, die uns vor extreme Probleme stellen. Ja. Du sagst 4 Liter V8, das heißt, ihr habt selbst die Kompetenz in der Werkstatt, solche Motoren noch zu machen, wenn da ein bisschen Ärger drin ist? Ja, wenn da Ärger drin ist, muss ich sagen, bei den Motoren geht es dann schon Richtung Affalterbach HWA. Ja. 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 Es sind sehr, sehr spezielle Motoren, gerade auch CLK GTR zum Beispiel ist ein Thema, wo auch wir ehrlicherweise sagen müssen, alles können wir nicht machen, wir können extrem viel machen, aber wenn es zu speziell ist, sind auch wir manchmal noch auf den Hersteller angewiesen. Ja. Okay, ja, auf jeden Fall ein Erlebnis. Film verboten. Ja, da geht's ja direkt Welcome to the Holy Halls. Aber das ist aber ganz wilde Farbkombi, oder?
Ja, wilde Farbkombi. Also generell zweifarbig, okay. Meistens sieht man den Roadster nicht mit dem Hardtop drauf, glaube ich, ne? Wenn ich so überlege. Sieht man selten, finde ich persönlich mega geil. Wir hatten auch mal einen, sind wir 2020 auf Achse nach St. Moritz gefahren. Und ich finde den 300 SL einfach immer noch, wenn man überlegt, das Auto ist 60 Jahre alt, von den Fahrleistungen. Ich weiß nicht, wie wir in 60 Jahren reisen werden. Aber die Tatsache, dass man damit heute noch einfach easy im fließenden Verkehr mitfahren kann. Ich habe ein bisschen Probleme aufgrund von der Körpergröße, ziehe da ein bisschen unergonomisch drin, aber mit Hardtop. Und das finde ich eben das Schöne beim Roadster, gerade mit der geschwungenen Scheibe hinten drin, mega elegant. Ist ein bisschen gefrickelt, das Hardtop runterzubekommen, aber mega Auto. Und die Farbe ganz, ganz spannend, das ist die Crashtest-Farbe von Mercedes. Und das hat der damalige Eigentümer gesagt, er möchte den Wagen genau in der Farbe haben. Die Farbkombi ist wild, wäre zugegebenermaßen wahrscheinlich nicht meine Spec, wenn ich auf so ein Auto gehen würde. Aber ein spannender Hintergrund auf jeden Fall. Was wäre deine Farbe? Schwierige Farbe, wahrscheinlich ein besonderes Blau. Wir haben oben im Showroom, sehen wir später, einen schwarzen stehen, sieht auch mega aus. Schwarz mit dunkelrotem Leder, auch eine mega Farbkombination. Du hast ja auch ein bisschen den Handel-Background von solchen Autos. Wie entscheidend ist die Farbe? Und wie entscheidend ist, dass die Farbe original auf dem Auto drauf war? Aber bei den 300ern ist es auf jeden Fall wichtig. Bei den 300ern ist immer ein Thema, es gibt Autos, wo ich selber sage, das Matching-Number-Thema ist nicht so entscheidend. Auch bei den Autos sollte man wissen, die Autos hatten Probleme mit den Motoren von Zeit zu Zeit und der gängige Weg war damals einfach, man hat ein Austauschaggregat von Mercedes bekommen. Ja, das heißt, ich habe Motorschaden, ich bin zu Mercedes gegangen, Mercedes gibt den Austauschaggregat, nimmt deinen Motor raus, überholt den wieder, stellt ihn ins Regal und der nächste bekommt ihn. Ja, das heißt, vom Value her ist auf jeden Fall wertbeeinflussend, wenn der Motor Matching ist. Das heißt, man fragt bei Mercedes eine Datenkarte an und sieht dann eben zum einen die Ausstattung, die Ausstattungskonfiguration damals, wie der Wagen das Werk verlassen und sämtliche Nummernkreise. Ja, das heißt, Motor, Getriebe, Achsen etc. kann ich dann von der Datenkarte ablesen und vergleichen, dass es Matching ist. Und der 300er hat eben in jüngerer Vergangenheit einige Probleme gehabt, was die Provenienz anging. Das heißt, es standen viele Diskussionen im Raum, dass solche Fahrzeuge gefälscht wurden. Und das entspricht mit Sicherheit auch der Wahrheit, dass mittlerweile mehr 300 SL durch die Gegend fahren, wie jemals gebaut wurden. Ja. Kurz zur Stückzahl, es wurden insgesamt 1400 Coupés gebaut und 1800 Roadster. Und wahrscheinlich fahren aktuell mehr Fahrzeuge durch die Gegend, als jemals gebaut wurden. Deswegen ist es eben entscheidend, dass ich weiß, okay, das ist der Nummernkreis, der passt. Und in der heutigen Zeit ist eigentlich der Weg für solche Autos, weil wir uns eben auch schon im siebenstelligen Bereich bewegen, dass man bei Mercedes eine Expertise erstellen lässt und dann in der Regel auf der sicheren Seite ist, was die Originalität angeht. Und wenn ich jetzt als Beispiel einen weißen kaufe und den schwarz lackiere, ist das von der Restauration her danach schlechter, als wenn ich ihn wieder weiß lackiere? Ich denke, vom Value her wäre der richtige Weg auf jeden Fall die Ausstattung, die Grundausstattungskonfiguration ab Werk, das heißt Datenkartenrestauration, nennen wir sowas, wenn er so im Prinzip restauriert wird, wie er damals gebaut wurde. Auf der anderen Seite muss ich sagen, finde ich es auch cool, wenn ich mich entscheide, okay, ich erfülle mir jetzt hier einen Traum, finde ich es einfach auch fair, wenn jemand sagt, hey, ich will das Auto so haben, wie ich es wirklich will. Und das ist das Schöne, jeder hat da seine Meinung. Wir in Deutschland sind da vielleicht auch oft ein bisschen extrem engstirnig und jeder sagt, wir haben das auch bei den Restomods. Ich kann die Messen nicht zählen, wie oft ich auf einer Messe stand und die Leute kommen, oh Gott, das will dir so rupfert das Auto. Ja. In Asien geht der Flip-Flop-Lack auf. Ja, also das gibt stellenweise anspruchsvolle Diskussionen und ich sage einfach, da hat jeder seine Meinung. Ne? Aber ich könnte jetzt auch wirklich mein SL bringen und ihr macht komplett Frame-Off, einmal alles, dass das Ding wieder eine 1 plus am Ende ist. Ja, werfen wir mal einen Blick ins Interieur. Ich rieche schon das Leder. Hängen die alten Kühe noch? Ja, alles was Innenausbau angeht, von Leder, Holzarbeiten, passiert letzten Endes hier. Sieht man zum Beispiel auch schon ein paar Sitze, die jetzt zugegebenermaßen, die beiden gehören nicht in das Auto. Mhm. Das ist was in zukünftige Projekte reingeht. Auch hier arbeitet man natürlich dann mit den namhaften Herstellern zusammen, die entsprechend sowas anbieten. Das ist jetzt, wie gesagt, weniger was hier reinkommt. Das Auto, was hier steht, können wir schon mal anschneiden. Das ist aktuell 2 Modellreihen aus unserer NewTech Series. Und das Besondere hierbei ist eben, schade, dass die Haube jetzt schon offen war. Da hätten wir vorhin noch ein bisschen mehr den Überraschungseffekt haben können, weil wenn die Haube zu ist von außen, würdest du nicht denken, dass es erstmal irgendwas anders ist. Ja. Mhm. Weil die Grundphilosophie wirklich die ist, die Erscheinung möglichst original zu halten, aber von der Nutzbarkeit im Prinzip modernes Auto zu haben. Ja, es geht nicht darum, dass wir einen Rennwagen kreieren, sondern einfach einen coolen Daily Driver. Mhm. Ja, weil viele unserer Kunden einfach auch nicht technikaffin sind. Das heißt,
So ein Auto kannst du einsetzen wie ein Daily Driver. Du hast den Service, die Infrastruktur, weil ich meine, in Deutschland ist es ein Thema, du findest viele Klassikpartner, die sowas handeln können. Wenn du in Middle East sitzt oder in Riyadh, da wird es wahrscheinlich schwieriger, jemanden zu finden, der sagt, ein altes Auto kann ich servicen. Und mit dem Auto kannst du im Prinzip die vorhandene Mercedes-Infrastruktur nutzen. Das heißt, das ist von euch gebaut, dass da wirklich einer Kilometer drauf schrubbt, genau, eigentlich? Genau, also wir haben viele Kunden, die Autos echt als Daily benutzen. In dem speziellen Fall jetzt ein 5,5er Sauger V8. Und du hast einfach eine uneingeschränkte Alltagstauglichkeit am Ende des Tages. Vor allem ganz ehrlich, da muss man jetzt wirklich genau hingucken, dass man jetzt nicht denken würde, dass das irgendwie mal irgendwie so ein Prototyp war, der vielleicht dann doch irgendwie mit einem anderen Motor ausgeliefert wurde. Ich sag mal, die meisten, die sehen dann schon natürlich mit der Plastikabdeckung oben drauf, die wir auch zwingend brauchen, auch mit dem Luftfilterkasten, der drin sitzt. Da kommen wir nicht drum rum, da fällt es schon auf. Ja, wenn wir den runter machen würden, wird es wahrscheinlich den wenigsten am Ende des Tages auffallen, dass was anderes drin ist. Aber ich finde es eben heute noch beeindruckend, wie einfach die Performance von dem Auto so in Kombination ist, weil es ist eben nicht nur damit getan, einen großen Motor reinzustecken, es ist im Prinzip alles. Ja. Das heißt, der komplette Powertrain, Fahrwerk, die Achsen grundsätzlich sind noch original, das heißt, sind die Originalachsen vom W111, aber Bremsen, Sicherheitsfeatures, ABS, ASR ist drin verbaut, Komfortfeatures von der Sitzheizung über Fensterheber, was bei der Pagode zum Beispiel gab es, das sind hier elektrische Fensterheber. Aber alles eben versteckt in diesem originalen Look. Ja. Und ihr baut einmal S-Klasse und einmal SL, Pagode? Genau, also die S-Klasse als Cabrio und als Coupé und die Pagode. Das sind aktuell die beiden Modellreihen, die wir anbieten in der sogenannten New Tech Series. Und da wird in Zukunft noch einiges mehr kommen. Die kriegen dann beide den V8? Bei der Pagode kann man auswählen zwischen dem 4,3 Liter und dem 5 Liter Sauger und bei der S-Klasse zwischen 5 Liter und 5,5. Ja. Aber da wird wahrscheinlich jeder gleich einen großen nehmen. Die meisten nehmen den großen. Wir hatten ganz in den Anfangszeiten auch mal einen 6-Zylinder, aber die meisten sind jedes Mal auf dem 8-Zylinder gegangen. Deswegen ist der 6-Zylinder auch aktuell nicht mehr verfügbar. Und abschließend, weil ich will noch nicht zu sehr darauf eingehen, aber das Ganze ist mit TÜV. Das Ganze ist mit TÜV. Ja. Also alte Fahrgestellnummer, alte Zulassung. Ja. Also auch das Baujahr in den Papieren ist das Originalbaujahr. Ja. Aber, und das ist natürlich das Aber, ein H-Kennzeichen kriegst du nicht mehr. Mhm. Ja, das ist zeitgenössischer Umbau, kriegt man ja nicht mehr verkauft. Ein bisschen zu neu der Motor dafür. Ne? Aber es ist weiterhin ein Mercedes und nicht ein Mechatronics als Hersteller. Genau. Es ist weiterhin Mercedes, ja. Krass, cool. Ja, da gehen wir auf jeden Fall später in einem, denke mal, eigenen Video noch drauf ein, weil wir kommen gleich noch zu der Pagode, weil ich würde es mir lieb gerne im Detail angucken, weil du auch sagst, Fahrwerk, Bremse, alles. Das machen wir nochmal ganz in Ruhe. Machen wir. Aber sowas ist jetzt einfach nur, weil ihr mit Recaro zusammen auch... Genau, das ist für zukünftige Modellreihen, wo wir, wie gesagt, ein bisschen mehr in das Sportive reingehen. Das heißt, da brauchen wir auch ein anderes Gestühl, weil mit sowas, so schön das ist, wenn es um Seitenhalt geht, wird es eher schwierig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Pole Position, also das ist jetzt ja hier schon die Klassik-Variante mit dem runden Sitzkissen und dem anderen Logo drin. Wenn ich mir jetzt diesen Schalensitz hier jetzt gerade in dem MBTEC-Stoff vorstellen würde, so, ne? Und da drin wäre, würde ich jetzt nicht sagen, dass der hier so komplett fehl am Platz wäre. Ne? Also es würde natürlich eigentlich... Schon, man kann schon coole Sachen machen, wie du sagst. Ich glaube, es ist wirklich eine Frage, wie man im letzten Endes aufbaut. So, dieser Sitz ist für mich einfach so dermaßen universell, das ist wirklich krass. Klar, Podium, den habe ich jetzt ja bei mir in der RS Velomo auch drin, ist halt abgespaced, ne? Ist ein bisschen, den würde ich da jetzt nicht drin. Habe ich 1:1 auch schon drüber nachgedacht. Ich habe bisher leider nur in dem Sitz, in Trailer und in die Halle gesessen. Okay, also noch kein Vergleich zur Pole Position. Nee, kein Vergleich. Wobei das für mich einer der bequemsten Sitze ist. Ist mega. Wobei ich auch sagen muss, bei Porsche, die Schalensitze, die nur 18 Sitze, sehen auf den ersten Blick mega unbequem aus, aber kannst du stundenlang drin sitzen ohne Probleme. Aber ja, Pole Position. Geht vor allem, immer. Wenn man überlegt, wie lange sie den schon bauen. Ja. Ist mega. Ja. So, dann gucken wir mal weiter. Ja, hier schon das nächste DTM-Auto. Gibt es im Prinzip nicht mehr arg viel zu sagen bei dem anderen. Ist auch ein Auto aus der eigenen Sammlung, der jetzt fit gemacht wird für die Saison. Ist im Prinzip der Vorgänger. Ich wollte gerade sagen, der ist ein älter, ne? Ja, genau. Ist quasi die Generation vor dem 204. Alter, ja, okay. Hier sieht man es aber auch. Da ist alleine sicherheitstechnisch ist das auch nochmal eine andere Sache. Weil guckt euch mal alleine an. Also es ist ja hier auch wieder Sitz schon... Ich sage jetzt mal vorsichtig, wirklich schon eine Art Zelle um einen rum. Ne? Aber das hier ist natürlich wirklich, ja, immerhin ist ein Dachkreuz drin, aber das ist ja wirklich hier kleinste Rohre. Also das ist noch mal weniger als bei dem Nachfolger. Und der einmal check, damit nächstes Jahr wieder gefahren werden kann. Hoffentlich noch dieses Jahr. Wir haben ja schon mittlerweile wieder. Wir haben noch ein paar Projekte, wo ich wirklich hoffe, dass wir
zügig durchkommen. Ja, aber wie gesagt, manchmal sitzt der Teufel einfach im Detail und dann dauert es einfach länger, als man sich erhofft hat. Ja, also bei solchen Projekten ist es manchmal echt schwierig, eine Timeline zu skalieren, wo man sagt, okay, bis dahin ist es fertig, weil manchmal einfach ein Teil fehlt, was dann noch angefertigt werden muss. Ja. Ich finde, er wirkt optisch, wenn man vorstellt, viel, viel kleiner als der Showroom. Ich finde, irgendwie ist der... Ja, die Autos werden eben von Jahr zu Jahr größer, wenn man sich mal so ein Evo 2 anschaut von damals. Bei Porsche finde ich es auch extrem, wenn man sich die alten Porsches anschaut und die neuen, ist der Größenunterschied schon brutal. Ist immer eine schwierige Frage, aber wenn ich dich fragen würde, was würdest du sagen, welches Auto ist Mechatronik? Aus dem Bauhaus, was würdest du sagen? Auf jeden Fall ein MSL. Ja, ist wirklich, also der, ist wirklich die Verrode mit der neuen Technik, das ist eigentlich wirklich unser Aushängeschild, das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Ich sage immer, Händler gibt es prinzipiell viele, vielleicht nicht auf dem Level, wo wir es machen. Das ist ein sehr, sehr kleiner Kreis auf der Welt, aber das ist einfach unser Battleground. Mhm. Ja. Cool. Ja, einfach geil. Diese alte Rennsportgeschichte ist einfach... Ich weiß nicht, warum man immer vor diesen alten Rennautos steht, also gerade auch in Bezug auf DTM. Und das, man steht ja niemals, wenn du jetzt ein 2020er Auto nimmst und das hinstellen würdest. Da würde man ja irgendwie nicht so... Aber ich glaube, das ist einfach die Zeit. Ich glaube, dass man in 20 Jahren genauso irgendwie davor steht. Und ich finde, der jetzige Unterschied ist einfach mit dem Wechsel von Tourenwagen oder diesem Class 1 Auto auf die GT3, der stattgefunden hat. GT3 ist eben ein sehr, sehr weites Feld. Auf der einen Seite kostentechnisch viel, viel günstiger wie die Class 1 Autos, die viel, viel teurer waren. Eröffnet natürlich jetzt auch den Herstellern viel mehr Möglichkeiten. Le Mans zum Beispiel, ja, wird für die Hersteller viel leichter zugänglich, wie mit den Class 1 Autos, die einfach nur für die DTM einsetzbar waren. Mhm. So ein GT3 kann über so viele Klassen hinweg, GTE ist eingestampft worden. Das heißt, der Fokus ist da viel mehr drauf gerückt. Aber der Tourenwagensport, wie wir sie eben noch kannten, wo wir in den Kinderzimmern waren mit Evo 2 und... Es war einfach näher am Serienauto. Ja, ja. Auch die GT1-Klasse damals mit CLK GTR, Porsche GT1 hat viel, viel mehr. Wobei bei der GT1-Klasse war es schon weniger, aber hat immer noch ein paar mehr Merkmale gehabt zu den Serienauto. Und heutiges LMP1-Auto sieht aus wie ein Raumschiff. Also die hintere Tür, die ist auch tatsächlich... Aber die so nicht zu. Das kann ich auf jeden Fall sagen, dass die so nicht zu ist. Also die Spaltmaße bei den Rennautos sind mit Sicherheit nicht wie bei einem Serienauto. Aber man kriegt sie auch gar nicht mehr auf. Ne? Also es ist ja von du musstest die Verbreiterung. Genau, es ist vom Bodykit her so gebaut, dass es einfach zu ist. Ne? Ja. Ja, dann werfen wir mal einen Blick in den Motorenbau. Hier sehen wir jetzt ein Herzstück von unserem MSL, den wir nachher gleich mal noch genauer in die Lupe nehmen werden. 5 Liter V8 Sauger. Und da haben wir den riesen Vorteil, dass wir in den letzten Jahren wirklich noch viele fabrikneue Motoren aufkaufen konnten, weil sie Mercedes einfach nicht mehr vorrätig halten muss. Und auch wenn wir gebrauchte Motoren kaufen, werden die general überholt. Das heißt letzten Endes, wenn so ein Wagen in den MSL reinkommt, ist er entweder brandneu oder general überholt. Ja, dass es vom Zustand am Ende des Tages keinen Unterschied gibt. Wo kommt der Motor ursprünglich her? Ja, ist letzten Endes eingesetzt worden, ist die Baureihe M113, ist über verschiedene Modellreihen eingesetzt worden. Ja, zum Beispiel S500. Ja. War so ein Wagen. Ist relativ lang gebaut worden, also schon Ende der 90er bis Mitte der 2000er ist der Motor gebaut worden und hat ein breites Einsatzfeld gehabt. Vor allem, wie man es von Mercedes kennt, sogar mit Doppelzündkerze, ne? Und das ist für uns eben ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei diesen Umbauten, dass wir größtenteils, oder was heißt größtenteils, wirklich zu 98% nur auf Mercedes-Bauteile verbauen. Ja, ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch ich denke von der Erscheinung her, wenn man die Haube aufmacht, es sieht eigentlich Factory aus. Mhm. Das ist einfach auch der Ansatz, ja, weil wie gesagt, das ist eben ein Thema, jetzt nur einen großen Motor reinzustecken. Wir kriegen extrem viele Anfragen, wenn es darum geht, hey, ich habe einen W124, könnte da einen V12 einbauen und so weiter. Das Können ist immer das eine, aber ich denke, die Kombination, ich meine, du weißt, wem erzähle ich es, was zu bauen, was nachher auch einfach von der Fahrperformance oder vom Fahrspaß ein cooles Gesamtkonzept ist, ja, was funktioniert. Die Challenge ist eben deutlich größer, da geht extrem viel Entwicklungsarbeit rein und deswegen bieten wir es eben aktuell auch nur für die beiden Modellreihen an. Machen kann man vieles, aber wir sagen, wenn wir ein neues Produkt launchen und auf den Markt bringen, dann muss es so ausgegoren sein, dass es funktioniert. Ja, und ich sage, wenn Porsche sich, wie lange hat es gedauert, 7, 8 Jahre für einen neuen GT3 RS Zeit nimmt, dann dürfen wir uns auch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Wenn wir ein neues Modell auf den Markt bringen. Und Getriebe immer das passende Automatik dazu? Genau, 5-Gang-Automatik. Also Schalterversion gibt es nicht. Immer Automatik. Genau. Da bringt der Kunde sein Auto hin und lässt es umbauen oder kauft man immer ein ganzes Auto von euch? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, du sagst, du hast schon ein Basisauto, mit dem will ich jetzt ein MSL bauen. Das heißt, du hast eine Pagode und sagst, okay, hier ist das Auto, baut mir ein MSL. In dem Fall können wir eines nicht skalieren im Vorfeld, ist der Karosseriebau. Weil wir oft Fälle hatten, wo der Kunde gesagt hat, ist ein cooles Auto, mach bitte nur eine Lackierung. Ja, ja. Ja. Dann geht das Auto zum Entlacken und wir stellen fest, dass das Ding eine komplette Krücke ist. Ja. Ja. Das heißt, wir hatten letztes Jahr den Fall, überschlagene Fahrgestellnummer. An dem Punkt kannst du schon sagen, Auto kann direkt in die Presse. Ja.
weil es keinen Sinn macht, 300.000 Euro für so einen Umbau zu investieren, wenn ich nicht mal weiß, ob die Fragestellung, die da drin ist, stimmt. Ja. Unfallschäden und so weiter. Das heißt, wir sagen im Vorfeld, du kannst auf die Webseite gehen, dir so einen Wagen konfigurieren. Und das, was eine Variable ist, was nicht skalierbar ist im Vorfeld, ist eben der Karosseriebau. Das heißt, der Wagen wird demontiert, entlackt und dann bekommst du einen separaten Kostenvoranschlag für den Karosseriebau. Mhm. Ja, weil es einfach im Vorfeld ein riesen Sargnagel für so ein Restaurationsprojekt sein kann, wenn du eben eine Kalkulation hättest. Aber der Karosseriebau kann von bis gehen. Der kann, wenn es extrem gut läuft, ein paar tausend Euro kosten. Was selten vorkommt, aber im Worst Case kann man 80.000 Euro im Karosseriebau versenken. Ja. Ja, und das würde das komplette Projekt einfach nur. Nee, verstehe ich vollkommen, weil unter den Lack kann da keiner runtergucken. Das ist es. Und schon gar nicht in die Bleche. Das heißt, was die meisten Kunden machen, in 8 von 10 Fällen erwerben die das Basisauto von uns. Mhm. Und da ist dann der Karosseriebau mit abgedeckt. Ja, dann ist man auf der sicheren Seite und sagt, okay, das ist der fixe Preis für das Basisauto. Das heißt, grundsätzlich hat der Kunde 2 Verträge, einmal für das Basisauto und einmal der Werksvertrag für die Umbau- und Technikrevision. Ja. Wo skaliert er dahin? Was denkt ihr, wie viele Autos ihr davon so baut? Also was ist so euer Ziel? Sollen da eher 10, 20, 50, 100, 200 von gebaut werden? Also die Stückzahl pro Jahr liegt bei 5 Autos, da ist sie gedeckelt. Ja. Nicht, weil wir sagen, wir wollen es exklusiv halten, wir schaffen einfach nicht mehr. 5 Autos pro Jahr, okay. Ja, also 5 MSL, 5 Pagoden also, 5 Cabrios und 5 Coupés. Das ist grundsätzlich die Stückzahl, von der wir pro Jahr maximal reden. Wir haben eben aktuell noch andere Projekte in der Pipeline, wir haben Entwicklungsprojekte, wir haben das Thema Motorsport. Und das alles unter einen Hut zu kriegen, ist extrem schwer. Ja, wir wollen expandieren, aber wie immer oft eine Schwierigkeit, die neuen Leute ranzukriegen. Und es ist eben für uns die Qualität und nicht die Quantität. Nachfrage? Die Autos sind dann auch gleich immer schon eigentlich Verkauf weg? Also wir haben, es klingt nach einem Luxusproblem, aber es ist keins. Wir haben tatsächlich nahezu keine Stockautos. Wir haben jetzt aktuell ein fertiges Auto im Verkauf. Wir hatten im Ende Dezember ein MSL online genommen, seit langer Zeit zum Verkauf, war innerhalb von einer Woche verkauft. Und wir haben aktuell nicht mal mehr bis auf einen MSL haben wir einen Vorführer da. Mhm. Selbst unsere Vorführer verkaufen müssen, ja, an sehr, sehr gute Kunden. Da steht zwar vertraglich zugesichert drin, dass wir die Autos nochmal für Marketing, PR-Zwecke benutzen können, aber ich befürchte, dass auch das nicht mehr passieren wird. Ja. Mhm. Also die Produktion grundsätzlich für den MSL ist für die nächsten 2 Jahre nahezu ausverkauft. Mhm. Ja, dann gehen wir mal in den nächsten Raum rein. Hallo. Ja, hier 3D-Druck. Beeindruckend, was man da heutzutage machen kann. Wenn man beim Zerlegen mal wieder nicht aufpasst, wo die ganzen Kunststoffmuttern hinfallen oder sie beim Fegen wegschmeißt, dann druckt man sich halt eben schnell welche nach, ne? Ja, ich habe immer den Kollegen im Verdacht, dass ich eigentlich nur seine Modellautos hier druckt. Aber nee, ist für uns einfach ideal, was man hier machen kann. Gerade im Prototypenbau, man sieht es jetzt schon hier oben, egal ob es Karosserieteile sind oder auch im Motorraum, wo man einfach Teile produzieren kann. Wo man dann sieht, okay, passt das so in den Motorraum letzten Endes rein, ist einfach super, dass man die Möglichkeit heutzutage hat, sowas mal anzufertigen, bevor es in den Motorraum reinkommt. Ja. Und ich nachher feststelle, dass man irgendwas konstruiert, es passt nicht so rein, wie es geplant ist. Das heißt, komplett über, selbst mit Datenerstellung und allem, alles in-house scannen, konstruieren, drucken, volles Programm. Ja. Kann ich das mal hochheben? Klar. Kommt das so aus dem Drucker raus? Das kommt so aus dem Drucker raus, ja. Oh, ich bin vorsichtig, aber ich muss euch das einmal zeigen. Geil, Alter, mal kurz ein Bodykit selber drucken hier. Aber das ist auch nur ein jetzt gerade ein Teil, um zu gucken, ob alles passt. Genau. Bevor man das dann irgendwie aus Carbon oder ähnlichem baut. Ja. Ne? Und wahrscheinlich dann dementsprechend auch gerade für die Umbauten, wenn man mal nur so einen Halter konstruiert, Wasserbehälter, Batterie, wohin. Ist extrem einfach nützlich. Kurz irgendwas. Da drüben gibt es noch einen Resindrucker. Das nochmal ein bisschen präziser, die Teile, die man damit fertigen kann. Das sieht nachher letzten Endes aus wie ein Gussteil, was da rauskommt. Ja, ist schon mega. Ist das hier irgendwie so Handschuhfach mit Belüftung, oder? Maurice, erklär du mir mal, was das ist. Ich würde sagen, Handschuhfach mit Belüftung, oder? Das ist ein Gebläsekasten. Ah, Gebläse, was? Komplett? Ah, okay, verstehe. Geil. Ja, oder auch hier, das ist ein Teil von einem CLK GTR. Man sieht da letzten Endes wirklich aus wie ein Gussteil. Ja, ihr werdet noch merken, CLK GTR ist noch ein großes Thema. Da werden wir noch ein paar Mal drüber sprechen. Ja. Dafür, dass es wirklich für viele ein absoluter Mythos ist. Es geht eigentlich um das Teil vermutlich mal. Genau. Ja. Und die gibt es nicht mehr? Die gehen kaputt, oder? Kannst du nicht mehr kaufen. Ja. Kannst du nicht mehr kaufen und gerade für sowas ist es einfach ideal. Ja, wenn du out of stock rennst, also die Sachen, die wir selber machen können, machen wir selber. Und, aber gerade bei solchen Autos sind auch wir manchmal auch Zulieferer, wie gesagt, angewiesen. Da kommst du nicht dran vorbei. Also auch hier trifft quasi Neuzeit auf klassisch. Ja, also wie du sagst, also selbst für kleinste Teile, wenn man es drucken kann, erspart extrem viel Zeit und Geld. Ah, man riecht es.
Es riecht endlich mal wieder nach Prüfstein und nicht nach Wohnzimmer. Da können wir nachher auch mal einem Kollegen sagen, dass er noch anwirft. Der 300 SLS, mega Auto, gerade wenn es in den Bereich historischer Motorsport geht. SLS, weil Rennsportversion, genau. Von dem SL, ja, eigentlich. Genau, ja, also der Wagen ist auch kein Originaler, auf Basis von dem originalen 300 SL Roadster umgebaut auf Rennsport. Bisschen mehr Leistung, bisschen sportiver, auch mit dem Überrollbügel. Wobei ich zugeben muss, auch mit dem Bügel hätte ich wenig Interesse, mich mit dem Ding zu überschlagen. Weil, ja, du hast draußen gesagt, der DTM erscheint dir schon nicht mehr so sicher, ja, wie der. Tried in that. Ja. Ihr Kopf und fertig. Aber warte mal, das war ein originaler SL, den man dann tatsächlich für, ja, klassischen Motorsport wieder umbaut. Ja, ja. Also den Umbau muss haben, ja, Geld wirklich gar keine Rolle spielen. Den Umbau haben tatsächlich bei dem Wagen nicht wir selber gemacht. Wir haben schon so gekauft. Wir haben noch den zweiten Überrollbügel dazu gepackt für den Fall, dass sich mal jemand damit überschlägt, was wir nicht hoffen. Aber ja, setzen wir eigentlich oft auf Rallyes ein oder auch bei Track Days, wo es ein bisschen mehr um klassische Autos geht. Ist so ein Auto in der Aspekt dann wertvoller als ein normaler oder ist es eigentlich eher so, dass wenn er original wäre? Ich würde tatsächlich sagen, dass er ein bisschen wertvoller ist als ein normaler Roadster. Aber ich denke, das liegt letzten Endes bei solchen Autos wirklich im Auge des Betrachters. Das heißt, die Frage ist, kauft es jetzt wirklich jemand, der sagt, okay, er möchte ihn im Motorsport einsetzen? Dann auf jeden Fall, weil du findest eigentlich relativ selten solche Umbauten. Und selber zu machen, wäre es extrem teuer. Mhm. Ja, also aktuell vom Preis her, wenn normaler Roadster, sage ich mal, außer es wäre jetzt ein extrem später, die noch mal ein bisschen mehr gefragt sind mit werkseitig Scheibenbremsen und Alumotor, die gehen dann schon eher Richtung 2 Millionen oder über 1,5 Millionen, würde ich sagen. So ein Wagen wäre auf jeden Fall teurer als ein normaler. Ich schätze mal so, ja, zwischen 1,5 und 1,7 Millionen wäre man da wahrscheinlich dabei. Motortechnisch, das heißt auch gegenüber dem Originalen gemacht und mehr Leistung? Ja, wobei es jetzt nicht im wahnsinnig großen Bereich abspielt. Ja, wir reden da von 20, 30 PS mehr. Aber ich mag auf jeden Fall die klassischen alten Diagnose-Tools, was man ja so gar nicht mehr... Ja, wir reden nachher mal mit dem Kollegen, dass wir den nochmal anschmeißen. Dann können wir nochmal einen kleinen Soundcheck machen. Ja. Und ein bisschen Geruch mitnehmen hier. Aber ich finde, hier haben wir jetzt so ein Newtek-Modell. Es sieht schon irgendwie potent aus, finde ich. So, also jetzt haben wir endlich mal den MSL, von dem wir so lange gesprochen haben, dastehen. Und zum Glück ist auch die Haube zu, dass wir ein bisschen den Überraschungseffekt dabei haben. Also wenn man den jetzt so von der Seite filmt, ich denke, der Laie wird es wahrscheinlich erstmal gar nichts feststellen. Wenn wir nachher starten, hört man auf jeden Fall, dass der Sound deutlich potenter ist als das Original. Aber ansonsten, wenn man jetzt mal die Radreifenkombi 1 Zoll größer wie das Original aufgrund der Bremsanlage, die drunter steckt, normalerweise 14 Zoll, in dem Fall jetzt 15 Zoll. Er hat marginale Rathausverbreiterungen einfach vom Platz her, dass es passt. Und der größte Moment, und jetzt muss man auf die Haube schwenken, ist für mich immer der beste Moment, wenn jeder denkt, das ist nur eine normale Pagode. Die Farbe ist geil auch. Ja, mega. Smaragdgrün, Metallic. And here we are. 5 Liter V8. Oh. Okay. Ja, ich darf gar nicht zu genau hingucken, das wird den Rahmen sprengen. Ich verspreche euch, wir machen ein kleines Sondervideo zu diesem Fahrzeug, weil mir wurde nämlich auch angeboten, dass wir da eine kleine Testfahrt sogar mitmachen können. Machen wir. Sogar das Wetter ist schön heute, wir können sogar fahren, deswegen das halten wir uns zurück, da könnt ihr euch drauf freuen, das ist gut. Weil das sieht einfach geil aus, muss man einfach sagen. Wenn ich reingucken würde, hätte ich nicht gedacht, dass das so gebaut ist. Ja, wird nur ein langer Tag. Here we go. Ja, finde ich eigentlich den spannendsten Prozess bei einer Restauration, das heißt der Karosserierohbau. Und hier sieht man eigentlich, wo so eine Restauration losgeht. Ja, und ich hatte ja vorhin schon gesagt, der Karosseriebau, das kann der kostentechnisch intensivste Punkt bei so einer Restauration werden. Das Gute ist, bei den beiden Modellreihen, beim 113er wie auch dem 111er, bekommt man viele Teile noch vom Werk. Ja, das heißt zum Beispiel hier Kotflügel, Seitenwände, wobei das immer noch extrem weit weg davon ist, dass man sagt, man bekommt es aus der Presse von Mercedes und kann das direkt verbauen. Da muss immer noch extrem viel angepasst werden und hier wird auch nichts gespachtelt. Man sieht es zum Beispiel hier sehr schön, dass die Teile verzinnt werden. Ja, hier, das wird dann alles von Hand eingeschliffen final. Die Chromteile werden angepasst, bevor sie zum Verchromen gehen. Ja, und das ist eben das, was die Restauration so teuer macht. Das heißt, selbst den Original-Kotflügel muss man nochmal komplett wieder... Muss man anpassen, ja. Liegt das aber daran, dass von euch, weil die Autos von euch besser als von damals werden? Oder dass man da damals gar nicht so ein Augenmerk drauf hatte? Oder sowohl als auch, aber zum einen ist einfach die Fertigungsqualität der Teile meines Erachtens nicht auf dem Level, wo man einfach sagen kann, ich kann sie direkt Plug and Play anpassen oder direkt im Fahrzeug verbauen.
Man muss einfach individuell die Teile anpassen und das betrifft eben insbesondere auch die Chromteile. Ja. Ja. Das heißt, alles einmal pro montieren, die ganzen Rundungen, genau. Die ganzen genau. Spaltmaße, einmal alles durchgehen. Genau. Ja. Und dann hängt es eben wirklich davon ab, wie gut ist dein Basisauto. Und es ist, man kann den Lack nicht schauen. Wir hatten schon Fälle, wo es hieß, das war meine erste Aufgabe in der Company vor 14 Jahren, manuellen Auto entlacken. Hm. Weißt du, was das heißt, manuell ein Auto zu entlacken? Hm. Ja. Schleifen. Ja, er da hinten lacht schon. Ja, er hat mir die Aufgabe damals übertragen, manuell ein Auto zu entlacken. Mit einem Heißluftföhn und einem kleinen Spachtel kann man dann so eine ganze Karosserie den Lack abtragen. Dauert ein bisschen. Ja, und es kam einfach raus, dass da handtellergroße Löcher in der Karosserie waren, mit Hasendraht zugespachtelt. Einfach gespachtelt waren. Ja, eine sehr schöne Aufgabe, für die ich mich heute noch beim Herrn Baumgärtner bedanke. Haben die original so eine Bronze-Schwellerverkleidung? Ja. Das ist jetzt letzten Endes, bevor die Chromschicht draufkommt. Ja, das heißt, ach, die sind verchromt. Okay, verstehe. Na, das ist jetzt noch nicht verchromt. Nee, ich weiß, aber das ist am Ende verchromt. Ja, am Ende wird es verchromt. Ja. Das heißt, man kann eben, solange die Chromschicht noch nicht drauf ist, die Teile entsprechend einschleifen. Und das ist was, worauf wir sehr, sehr stolz sind. Das heißt, das Einzige, was wir im Haus nicht selber machen, ist das Galvanisieren und das Lackieren. Ja, wir hatten bis 2014 auch eine eigene Lackiererei, aber wenn du im Jahr 15 bis 20 Autos machst, ist es nur schwierig, das kostendeckend zu betreiben. Das heißt, das, was für die Chromqualität nachher wirklich entscheidend ist, sehen wir nachher auch noch beim Kollegen, das Aufarbeiten, das Schleifen der Teile, das passiert eben hier. Wenn du da einen Fehler machst, dann siehst du es nachher in der Chromoberfläche. Das macht es einfach so aufwendig, weil die Fahrzeuge relativ viele Chromteile haben. Und du jedes Teil überholen musst. Es ist egal, ob das der Türgriff ist oder der Seitenschweller. Du musst es machen. Ich sehe das Verdeck und mir würde es auch schon grauen. Ja. Alleine so ein Verdeck ja richtig, richtig gut wieder hinzukriegen, da fängst du ja auch an, das definitiv wahrscheinlich komplett zu zerlegen. Ja. Und jedes Einzelteil dementsprechend. Muss komplett gestrahlt werden. Und auch hier wieder das Thema: bei den 111ern gibt es zum Beispiel viele geschnittenen Cabrios, nennt sich das. Das heißt, es war ursprünglich mal ein Coupé. Und dann ist es zu einem Cabrio geschnitten worden. Ja, das sieht man direkt an der Fahrgestellnummer. Wir versuchen sowas wirklich komplett zu umgehen. Wenn der Kunde so ein Fahrzeug bringt, birgt es extrem viele Risiken, gerade zum Beispiel, wenn es um das Thema Verdeck geht. Ja, ist was, was wir wirklich versuchen, so gut wie möglich zu vermeiden, weil einfach die Passungen nicht so gut sind, wenn es original schon ein Cabrio war. Und am Ende sieht es so aus, wenn es vom Lackierer kommt. Ja, das ist auch ein M-Coupé. Gefühlt halber LKW auf der Höhe. Und ich finde es halt einfach mega geil, wenn du mit der fehlenden B-Säule, wenn du im Sommer mit dem Auto fährst, alle Scheiben unten hast und die B-Säule fehlt, finde ich nach wie vor ein mega Auto. Ja. 4,5 mm, also misst ihr so die Spaltmaße hier? Ja, also das ist schon das Target. Ja. Krass, hier wird durch Spaltmaße noch durchgemessen und aufgeschrieben. Jetzt kommen wir in die ganz günstige Abteilung. Also ihr wisst ja, CLK, GTR. Es gab, wenn ich gut aufgepasst habe, 20 Coupés. Richtig. Ja. Und 5 Cabrios. Ja. So, das heißt, von diesem Auto gab es 20 Stück. Und eins davon ist gerade dezent zerlegt und man kann tatsächlich mal so hier drauf gucken. Jetzt muss man dazu sagen, ungefährer Wert von so einem Auto? Circa 10 Millionen Euro. Ja. Also es ist... Das ist für Mercedes für mich einfach the Holy Grail. Ja, es ist Straßenzulassung. Also damals reines Homologationsauto, musste gebaut werden, um in der FIA GT1 Championship mitfahren zu dürfen. Das Pendant dazu ist der Porsche GT1 oder McLaren F1. Ist für mich, was den Sammlermarkt angeht, das Nonplusultra. Es ist immer ein Thema, klar, der Wert von so einem Auto ist beeindruckend, aber das, was ich so wahnsinnig spannend finde, ist, das Ding hat eine Straßenzulassung und es ist einfach so nah am Rennwagen dran. Wir sehen nachher den Rennwagen, der da hinten steht. Es ist einfach nach wie vor. Ich sehe solche Autos recht häufig, was eine große Ehre ist, aber man kriegt einfach Gänsehaut, wenn man sowas sieht. Du sagst für Sammler interessant. Denkst du, dass da noch Potenzial ist für das noch für? Also ich sag's anders, wenn ich heute 10 Millionen hätte und die Möglichkeit hätte, so ein Auto zu kaufen, take my money. Direkt. Also es ist einfach ein No-Brainer. Du kriegst solche Autos nicht. Der Markt ist extrem speziell und das ist das, was ich meinte, wenn wir zu dem Handelsthema kommen. Wir hatten, glaube ich, von den 25 Autos eigentlich noch, es gibt noch einen Prototypen und ein Auto, was nicht offiziell genannt wird, aber reden wir von den 25 Autos, hatten wir aktuell meines Wissens 13 insgesamt. Ja. Das heißt, du könntest und eigentlich so ein CLK-GTR-Buch schreiben, wo jede Fahrgestellnummer und jedes Auto einzeln, also da ist die Schraube, die Macke und so weiter. Ich denke, wir wissen weltweit von den allermeisten Autos, wer sie besitzt und wo sie aktuell sind. Gibt es alle noch?
Ja, gibt alle. Ja, es gibt alle noch unseres Wissens und das Thema ist spätestens, wenn es zum Thema Service kommt, landest du sowieso bei uns. Ah, da seid ihr echt wirklich die... Also auch wenn du bei Mercedes anrufen würdest, HWA, und sagst, ich will so ein Auto servicen, dann wirst du im Zweifelsfall direkt an uns verwiesen. Zum einen, weil wir eben die Ersatzteile für das Auto haben und auch das Know-how. Das heißt, unsere Mitarbeiter, die an solchen Autos arbeiten, kommen von der HWA, haben damals die Autos zum Teil mitgebaut oder damals noch mitgeserviced, wo es HWA noch selber gemacht hat. Und das ist was, wo wir extrem stolz drauf sind, dass wir einfach sowas erhalten. Mhm. Ja, weil ich meine, zum Fahren, das muss man der Wahrheit halber sagen, da machen wir heute kein Video davon, wie man in sowas einsteigt. So ein Video gibt es von mir, das will ich wirklich nicht zeigen. Es ist, aber es ist the pain in the ass. Also es wäre auf jeden Fall schwerer, dort reinzukommen, wie vorhin in den DTM. Echt, das sieht gar nicht so schlimm aus. Ja, aber auch zum Beispiel, weil hier die Seitenschweller gerade noch da sind. Ah, okay, verstehe. Das heißt, normalerweise stehe ich hier, ne? Wenn die Seitenschweller dran kommen, dort drüber zu klettern, ist extrem schwer. Mhm. Ja, also ich muss einen speziellen Sitz benutzen, um dort reinzupassen. Das ist der Sitz da oben, der gehört dazu. Ich meine, ein Liegesitz quasi, ne? Also das ist ja mehr liegen als sitzen auf jeden Fall. Das heißt, man hat ja wirklich jedes Teil, was hier in dem Auto ist, maximal für eine Größe von 50 Stück gemacht. So, ne? Selbst wenn man ein paar Ersatzteile einrechnet und ein paar Sachen. Und wenn man sich jetzt das Auto anguckt, sieht man halt einfach, da ist ja, ich weiß nicht, ob es hier ein einziges Teil gibt, was von einem anderen Mercedes kam. Vielleicht irgendwie was, wie mit ja, Glück mal irgendwie ein Scheibenwischer haben oder so. Es gab ein paar Teile, zum Beispiel witzigerweise die Heckleuchten. Ja, Rückleuchten ist so ein Punkt immer. Mercedes-Sternen, ja. Oder auch im Interieur gab es zum Beispiel bei der, mal vielleicht den Lüfterauslass, aber es sind minimal Teile, ne? von dem normalen Mercedes dran. Aber das, was ich nach wie vor einfach so spannend finde, das wird dem Auto ein bisschen nicht gerecht. Viele glauben, dass das Auto ist, was abgehoben ist in Le Mans. Und das ist nicht so. In der 98er-Saison GT1 Weltmeisterschaft hat der CLK GTR und der CLK LM jedes einzelne Rennen gewonnen. Mhm. Und das ist das, was viele vergessen. Der 911 GT1, auch mega Auto, hat Le Mans gewonnen, aber war in der Weltmeisterschaft nie so erfolgreich wie ein CLK GTR. Und 1999 kam der CLR. Und der CLR war der abgehoben ist. Mhm. Und deswegen, das Auto ist für mich, was die Rennsporthistorie angeht und das Verrückte, so davon dieses Homologationsauto zu bauen, ja, diese ganze Homologationszeit, auch Evo 2, das gibt es heute nicht mehr. Das gibt es in der Form nicht mehr. Der Markt ist eigentlich komplett anders, wie er damals war. Und deswegen für einen Petrolhead mit Mercedes-Background ist das der heilige Gral. Und die Wahrscheinlichkeit, so ein Auto in seinem Leben zu sehen, ist wahrscheinlich kleiner wie im Lotto zu gewinnen. Und dann auch noch so zu zerlegt. Ne? Deswegen kriege ich auch noch so zerlegt, das Grinsen nicht aus dem Gesicht. Aber jetzt wirklich auch alleine, so wie die ganze Achsgeometrie aufgebaut ist. Ne? Das ist halt wirklich... Because Race Car. Ja, das hat nicht mehr viel mit Serie zu tun. Alleine schon, wenn ihr euch anguckt, wo dieser Anlenkpunkt von dem oberen Querlenker im Verhältnis zur Radmitte ist, dann halt hier auch mit Pushrod in der Mitte. Boah, das ist schon... Das ist mega. Das Ding ist halt wirklich, so ein Auto dann auf der Straße zu bewegen. Du musst im Vorfeld die Straße abfahren mit einem normalen Auto, um zu checken, weil wenn die Karosserieteile dran sind, der Überhang ist so lang und es ist eben nur ein großer Bodypart vorne, die komplette Haube und das Heckteil hinten mit dem Diffusor. Das heißt, wenn du über einen Speedbump fährst oder gegen den Bordstein fährst, dann schlägt dir das direkt hier an die A-Säule. Das tut im Monocoque gar nicht gut. Du musst im Vorfeld also wirklich die Strecke abfahren, ob du überhaupt das Auto auch benutzen kannst. Und das ist zugegebenermaßen, aber weil es eben so extrem ist, der größte Pain, so ein Auto würde ich einzusetzen. Wo man ein bisschen das Baujahr sieht, ist halt noch Bremsflüssigkeitsbehälter mit Kontaktschalter, die alten Stecker. Also, ja. Weißt du, das sieht heutzutage anders aus. Aber jetzt eine letzte Sache. Du sagtest Ersatzteile. Das heißt, selbst für diese Autos, wo es ja nur 25 Stück von gab, habt ihr auch noch Ersatzteile? Haben wir Ersatzteile. Wir haben aufgekauft, was ging. Aber es wird immer Teile geben an den Autos, die Probleme bereiten. Wir haben zum Beispiel jetzt den Ausrücker von der Kupplung ist gerade ein Problem, wo wir mit der Firma dran sind, die sowas baut. Und das sind Sachen, wo auch wir ganz klar sagen, können wir nicht selber bauen, brauchen wir auch andere Firmen dazu. Mhm. Also es wäre vermessen zu sagen, dass man alles on Stock hat. Aber also, wir können guten Gewissen sagen, ja, da sieht man jetzt zum Beispiel eben auch schön die Kupplung. Und das hier ist das eigentliche Ausrücker und hier die Kupplung. Aber die Kupplung ist auch schon krass. Ja. Guck mal, das ist ja hier 1, 2, 3, 5 Scheiben Carbonkupplung. Ist bestimmt auch günstig, ne? Man kann auf jeden Fall servicefreundlichere Autos erwerben, wie ein CLK GTR. Ja, also es hängt wirklich davon ab, die Autos werden extrem selten gefahren. Wenn sowas extrem lange steht, das tut den Autos nicht gut. Also man kann ohne Probleme sechsstellig in den Kundendienst investieren. Denkst du aber, dass so ein Auto, auch wenn es lange steht, trotzdem noch in der Lage ist,
wenn man ihn fährt, abzuliefern? Oder ist das eher eine tickende Zeitbombe? Wenn man jetzt so ein Auto, eins von den 20, rausholen würde, würde sagen, los jetzt, Track Day, der erste ist meiner? Ich sag's halt so. Es ist natürlich schon der große Jungstraum, zu sagen, mache ich. Ja, also ich habe einen guten Freund, der besitzt einen 911 GT1 und der ist mir von Schottland in die Schweiz gefahren auf Achse. Hat auf irgendwelchen Motel One Parkplätzen auf dem Schotterparkplatz geparkt und ist, sobald er in Deutschland über die Grenze war, damit mit 300 über die Autobahn gefahren. Zur Wahrheit gehört das natürlich, dass ein GT1 einfacher einzusetzen ist als ein GTR. Fängt beim Einsteigen an, geht über die Schaltung. Ich habe einfach eine normale Schaltung, wie man sie kennt. Eine Haarschaltung hier zum Beispiel, ja, ich muss kuppeln und gleichzeitig paddeln, auch beim Runterschalten, muss man sich dran gewöhnen. Ist nicht so, dass ich jetzt nur einmal kuppel, den ersten Gang drin habe und dann nur noch am Flippern bin. Ich muss immer kuppeln und eben, wie gesagt, der GTR ist von den dreien der am schwersten einzusetzende. Aber um auf deine Frage zu antworten, performt das Teil? Ich glaube, das geht ganz, ganz stark auf deine Skills zurück. Also das Auto hat so viel Punch, wenn ich da falsch drauflatsch, biege ich rechts ab. Ein anderes Thema sind die Reifen, original ausgeliefert mit 18 Zöllern, dafür gibt es keine Reifen mehr. Es wurde dann ein Extrasatz aufgelegt auf 19 Zöller, zu bekommen extrem schwer, da gibt es neue Reifen dafür. Und ja, wie es halt so ist, ein alter Reifen, der ja, 20 Jahre auf dem Buckel hat, der wird nicht mehr so delivern. Aber ich glaube, wenn man Skills hat und auf gut Deutsch gesagt die Eier hat, das Auto so zu benutzen, was es könnte, ja, dann wäre das mit Sicherheit immer noch beeindruckend. Also wäre zum Beispiel mal schön zu sehen, überleg mal, so ein Auto geht auf die Nordschleife und mit ihm am Steuer, der einfach sagt, okay, zero fucks, lass mal sehen, was das Ding bringt. 10 Millionen Portokasse. Ja, das ist eben natürlich schon das, wo ich kenne wenige, ein guter Kunde aus unserem Haus, der hat so einen Wagen vor wenigen Jahren erworben, der hat das Ding zugelassen gehabt, bevor er ihn überhaupt hatte, weil wir noch einen großen Kundendienst gemacht haben vor der Auslieferung. Und das ist für uns einfach auch immer das Geilste, wenn der Kunde einfach ein Petrol hat. Ja, na klar, wir haben einen riesen Value. Das heißt, du hast schon auch das Thema, ich hasse es, Geldanlage zu sagen, aber du hast einfach den Value in der Garage stehen. Aber es ist einfach ein Petrol hat. Ja. Ich glaube, der Moment, wo er damals für sich entschieden hat, das Auto zu kaufen, war genau dort, wo der Wagen im Prinzip so hier stand und er realisiert hat, was das eigentlich ist. Ja, das hat und dazu kommt noch, dass Mercedes, noch nicht mal Mercedes selber, besitzt ein Straßenauto. Das ist einfach so krass, sowas an Eigentum nennen zu können, weil auch wenn ich das Geld habe, es ist ein Thema, das Geld zu haben, ja, aber noch was anderes, die Möglichkeit zu haben, überhaupt so ein Auto zu kaufen. Und wenn ich jetzt aktuell ein Straßenauto kaufen will, es gibt weltweit keins aktuell, was ich kaufen zu verkaufen kann. Ja. Letztes Jahr im November waren zwei in einer Auktion, das war recht selten, dass sowas passiert, ein Coupé und ein Roadster, aber dass ich so einen Wagen wirklich sagen kann, hier, take my money und kommt selten vor. Wenn jetzt wieder einer in der Auktion wäre, würdet ihr sowas dann auch kaufen? Das ist immer natürlich auch eine Frage der eigenen Portokasse. Ja, Liquidität muss natürlich in dem Moment dann da sein, aber grundsätzlich sind wir wirklich, und das ist, denke ich, was uns auch sehr, sehr besonders macht, wir kaufen die Fahrzeuge selber. Ja, das heißt, oft im Handel ist ja so, dass man dann von Kunden sowas hingestellt bekommt, auf Kommissionsbasis. Und unser Target ist eigentlich immer, die Autos selber zu kaufen. Ja. Muss mal einmal rumkommen, René, wir müssen ja einmal reinfilmen. Ich muss euch einfach hier nochmal, solange man das sehen kann, ein bisschen Technik zeigen. Großer Unterschied damals zu heute ist zum Beispiel, wobei heute mittlerweile macht man es wieder, aber damals war man mit Fräsen scheinbar noch nicht ganz so weit. Und das sind alles geschweißte Teile. Also das sind alles Einzelteile, die man dann als Radlagerhäuser zusammengeschweißt hat. Heute großer Aluklotz Fräsen. Ich meine, ihr kennt ja die ganzen Billeteile. So, sowas zum Beispiel, ne? Das wiederum ist komplett gefräst. Kann auch sein, dass ich gerade falsch liege und das technisch so einfach noch stabiler, besser, vielleicht leichter ist, weil man es natürlich so mit Hohlraum fertigen kann, was bei Alu an manchen Stellen nicht geht. Ja, guckt euch das mal an. Also hier wieder gleicher Achsaufbau wie vorne, nur dass halt der Drehpunkt zum Auto Mitte hin ist. Pushrod. Also eigentlich ist es halt ein Rennauto, ne? Alleine der Stabi. Dieses kleine Teil ist hier der Stabi und also eigentlich ist, und dadurch, dieses Teil kann man ganz einfach verdrehen und je nachdem, wie es steht, ist der Stabi halt weicher und härter, ne? Weil es sich natürlich so rum mehr federt, als wenn ich es 90 Grad drehe und es einfach nur steif ist. Vom Aufbau her, ne? Aber es ist schon, muss ich auch schon sagen, das ist schon beeindruckende Technik. Alleine, was hier in Hydraulik dran ist. Halbe Auto besteht ja gefühlt aus Hydraulikleitung. Also ich glaube wirklich, mir würde wahrscheinlich spontan kein Auto einfallen mit einer Straßenzulassung, was so nah am Rennauto ist. Das heißt, im Vergleich mal zu einem F1, McLaren F1, der als Straßenauto konzipiert wurde und dann im Prinzip als Straßenauto in Le Mans angetreten ist, mit natürlich Modifikationen, aber das ist auch die Entwicklungsdauer vom CLK GTR. Ja, die kurze Zeit, in der er entwickelt wurde. Also
Das Auto besitzt wirklich eine absolute Ausnahmestellung in der Autowelt. Und ja, ist einfach. Den kann ich ja auch gut sehen. Der ist doch gefühlt wie vom alten Strich 8er, die Handbremsseilbetätigung. Hier mechanische Handbremse, Pflicht für Straßenverkehr. Kommt hier aus dem Innenraum und teilt sich dann auf die beiden Handbremsseile auf, die dann hinten ans Rad gehen. Krass. Aber angenommen, hier so eine Tür geht kaputt, sowas habt ihr jetzt Ersatzteil? Gibt's denn hier so? Für ein Straßenauto müsst ihr noch ein paar Ersatzteile da haben, aber wirklich nur in begrenzter Stückzahl. Also Karosserieteile ist ein Problem, ganz klar. Fürs Rennauto wie auch fürs Straßenauto. Ja. Ist mega. Könnten wir jetzt stundenlang drüber reden? Ja, wir könnten eigentlich wirklich, wir könnten tagelang drüber reden. Weil einfach jedes Teil, wenn ich jetzt schon wieder diesen Ölbehälter hier von der Trockensumpf sehe, der halt damals schon einfach aus Carbon ist, ne? Das ist halt schon, da sieht man mal wie. Krass. Lass mal noch einen kurzen Blick in die Elektrik werfen. Davon habe ich zugegebenermaßen extrem wenig Ahnung. Das übersteigt wahrlich meine Fähigkeiten. Zum Glück haben wir Kollegen, die das deutlich besser können als ich. Das heißt, hier fertigen wir unsere Kabelbäume. Ja, aber für die ganzen New-Tech-Autos ist das was, was du nicht kaufen kannst. Das musst du alles selber machen. Das Ding finde ich geil. Sind wir happy, dass wir das hier, weil anders wird es auch nicht gehen. Nee, weil man überlegt sich immer, wie ich Kabel vernünftig lager und halt auch gleich weiß, welcher Querschnitt, Farbe und so weiter. Und noch nie auf die Idee gekommen, dass man einfach eine Plexiglasscheibe davor machen könnte, die man beschriftet und das einfach dementsprechend. Da sollte man ein Patent drauf machen. Ja, also auch so Maschinen wie hier drüben zum Beispiel, das ist was, was man heutzutage weder für Geld noch gute Worte kaufen kann, wo ich noch das Material wählen kann, wie ich die Kabelstränge ummantel. Mhm. Das heißt, es wird dann hier oben hochgezogen und dann wird der Kabelstrang ummantelt. Das ist einfach. Ach krass, also damit ihr quasi passend zum Original das wieder umwickeln könnt, dass es möglichst original aussieht. Ja. Mhm. Wahnsinn. Handarbeit. Genau, ich kenne es halt so. Das ist die andere Version, ne? Das ist die Version, einfach ein paar Kabel aufhängen und so. Aber mit der Scheibe davor ist schon cool. Ja, dann lass mal noch, bevor wir zum Rennauto gehen, vielleicht noch einen Blick, das haben wir übersprungen, in die Chromabteilung werfen. Das ist ja auch ein interessanter Achsaufbau hier. Aber was für ein Auto ist die Achse? Das ist eine 113er Achse. Ossi, korrigier mich. Pagode. Ja. Ist Pagode? Ja. Er hat hier in der Mitte ein Gelenk, deswegen hier auch ein Gelenk drin. Also die ganze Achse kann so... Genau, also sogenannte Pendelachse. Ja, und das ist eigentlich auch für die Pagode das Gleiche, ist im Prinzip auch im 111er. Wenn, je nachdem, wie du in die Kurve reinfährst, auch wenn du bremst, ja, hast du das Problem bei den originalen Pagoden, was wir hier deutlich besser gelöst haben, wenn die Konstruktion an und für sich immer noch original ist, dass wenn du bremst, das heißt, das Auto hinten leicht wird, verändert sich der Sturz von deinen Reifen. Mhm. Und das ist für den Grip nicht gerade förderlich. Mhm. Das heißt, auch bei den MSLs, gehen wir später im Detail drauf ein, ist einfach die komplette Fahrwerk dahingehend geändert, dass es deutlich besser Performance liefert. Fassen wir mal so kurz zusammen. Ja. Weil das bei der Pagode, wie gesagt, echt eine Krankheit ist, je nachdem, wie ich in die Kurve reinbremse, dass der Wagen eben hinten leicht wird und aufgrund von der Feder dann eben, man sieht es eigentlich recht schön, wenn man später mal draußen in der Werkstatt sieht, wenn die aus auf der Bühne sind und keine Belastung drauf ist, hängen die Reifen so da. Ja. Genau, also es ist immerhin der Vorgänger zu einer Einzelradaufhängung, dass die Räder einzeln hoch und runter federn können, aber natürlich um das Gelenk in der Mitte, das heißt, der Sturz wird halt in dem Fall, wenn es ausfedert, geht er raus, wenn er einfedert, geht er rein. Genau, ja. Mhm. Okay. Ja, dann werfen wir noch einen Blick hier in die Chromabteilung. Ossi, gibt es gerade irgendwelche spannenden... vielleicht mal hier filmen. Ja, wir haben wirklich erfahrenes Personal. Das ist eines meiner Lieblingsbeispiele. So sieht so ein Lampenziering aus, wenn er eingewickelt wird. Mhm. Ja, das heißt, beim Schleifen eingezogen wird. Ja, solange alle Finger und Hände noch dran sind. Passiert zum Glück nur selten. Ja. Oder er fliegt mal durch die Gegend. Ja, und hier drin eben, wie gesagt, ganze Chromaufarbeitung und ich wiederhole mich, das ist das, was es so anspruchsvoll und langwierig macht. Es gibt Autos, die so viele Chromteile haben und das geht dann eben wirklich vom Türgriff über alle Karosserieteile, Stoßstangen, Schweller, Interieur, ja, von den Lüfterdüsen etc. Also ich sag mal, ein W188 300 SC, das ist so 50er Jahre, ja, so das luxuriöse Pendant zu einem 300 SL. Wahrscheinlich mit so das seltenste und glamouröseste Mercedes-Nachkriegsfahrzeug. Wie viele Chromteile hat es? Das hat so 200, 250 Teile. Ja. Ja, also Alex freut sich. Ja, der freut sich. Brutal, sage ich mal, so Minimum so 1,5 bis 2 Stunden Arbeit. Ja, krass. Liegt einfach daran, weil man nicht spachteln kann, sondern das Metall fürs Chrom einfach perfekt sein muss. Ja.
damit es am Ende ein schönes Teil wird. Genau, da muss die ganze Oberfläche muss also ohne irgendwelche Hilfsmittel, sage ich mal, glatt sein. Mhm. Also wenn man beim Lackieren macht man so einen Spachtel oder macht dann so einen Sager, macht einen Füller drauf. Ja. Das ist dann gut. Beim Chrom kann man vielleicht noch den Kupfer drauf machen, wo also ein bisschen Füller dient und dass man da ein bisschen auffüllen kann und dann kann man das dann halt hochglanz polieren. Mhm. Und die Chromschicht selber ist ja dünner wie Alufolie. Ja. Und Armaturenbrett, das war eingeschweißt und wird dann wieder eingeschweißt, oder? Das Armaturenbrett ist, sage ich mal, eingeschraubt. Eingeschraubt, okay. Zusammengeschweißt, sieht man hier. Haben wir trennen müssen, weil es sehr verbeult war. Dann haben wir es hier, sieht man es, haben wir jetzt ausbeulen müssen, hier beulen müssen. Und jetzt sowas wieder zusammen machen. Wir haben jetzt das Problem hier mit den Ausschnitten, die sind ein bisschen zu groß. Die machen wir kleiner. Und dann müssen wir das wieder frisch prägen und dann kann es mal wieder zusammengeschweißt hier und dann kommt der Punktierbock hier unten und dann kann es wieder... Viele der Zuschauer werden denken, was das für ein Haufen Altmetall, was hier gerade verliegt, ne? Aber für euch wertvoll. Und ja, aber du sagst jetzt, was macht man, wenn so ein Ausschnitt zu groß ist? Geht da jetzt vor mit Zinn und macht das kleiner oder schweißen? Oder schweißen und löten. Echt? Ja. Und dann per Hand wieder aufs Maß schleifen? Dann wieder ausschleifen von Hand auf Maß. Okay, ja, da gehen halt Stunden drauf. Ne? Ja. Das ist ja das, wenn man sagen, wir haben eine Stunde, eineinhalb Stunden pro Teil. Klar, manchmal haben wir so kleine Teile, die macht man kürzer, auch wenn man so große Stoßstangen hat. Da steht mal 10 bis 12 Stunden, 20 Stunden. Ist doch eine Seltenheit, dass man da mal braucht, bis die wieder so sind, dass man es wieder verchromen kann. Aber so ein Armaturenbrett als besseres Teil zu kaufen, keine Chance. Ist so selten an solche Teile. Das kann man mit Gold aufwiegen. Krass. Und dann doch lieber in Stand setzen. Wenn ihr versucht, irgendwas eins zu herbekommen, manche dann noch zuliefern oder manche dann Nachbauteile, dass man noch welche kriegt, aber gerade ist nichts auf dem Markt. Nichts zu kriegen. Ja. Also ein großer Punkt der Restauration ist schon auch die Chromvorarbeit. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ja, vor allem 200, 250 Teile. Er ist immer der Grund, wenn es zu spät fertig wird. Jeder muss die Firma noch zu klein. Einer muss die Firma sein. 200. Das verdanke ich. 200. Da sind ja nur 400 Stunden nur ins Chrom rein, ne? Also nur für die Vorarbeit fürs Chrom. Ja. Was ja dementsprechend bei 160 Stunden im Monat sind, 200 Monate nur. Ist wirklich langwierig. Aber das Schöne daran ist einfach wirklich, dass die Kunden, auch wenn sie uns besuchen, verstehen, warum so lange dauert. Ja, weil es einfach die Qualität über der Quantität ist und viele Kunden einfach auch die Reise gern begleiten. Ja, und dann vorbeikommen und wirklich sehen, okay, wie geht es mit dem Auto voran? Und das ist eben, ich denke, eine andere Experience, wie wenn ich heutzutage in der Serienproduktion einfach auf den Knopf drücke. Vielen Dank. Danke, Ossi. So, hier geht es gleich weiter mit der Rennversion. Ja, im Prinzip der perfekte Übergang, Straßenauto, Rennauto, und ich finde, es zeigt einfach nur, wie extrem nah das Homologationsauto am Rennauto dran ist. Brutal, wirklich brutal. Also fängt bei der Front an, ich meine, man sieht schon vorne, die Lufteinlässe sind ein bisschen anders wie bei der Straßenversion, aber auch hinten zum Beispiel sieht man es hier wirklich schön. Also ich würde sagen, Bremse ist minimal anders, ne? Bremse ist anders, genau. Keine Handbremse? Das war ein Straßenauto, ist es Stahl. Keine Handbremse, dann Auspuff ist auch anders? Genau. Auspuff ist ein bisschen anders, aber grundsätzlich Monocoque und dann eben an das Monocoque angeflanscht, Motor, Antriebsstrang mit Getriebe hinten. Ist schon heftig. Und vor allem, wenn man diese kurze Entwicklungszeit mal im Hinterkopf behält, wie kurz einfach nur die Phase war, die Jungs damals hatten, das Auto aufzusetzen. Das ist schon, ich glaube, es waren um die 180 Tage, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist schon krass. Auch die Länge, ne? Ja, das waren die Zeiten von HWA, da haben wir damals auch mal drüber gesprochen, in wie kurzer Zeit die Motoren, ganze Autos und so weiter entwickeln. Ja. Hier sieht man, das ist auch komplett anders hinten. Haben wir gerade noch über das Radlagerhäuser auf der anderen Seite gesprochen und auf der Seite ist es nochmal anders, weil halt einfach kein Handbremssattel mehr ran muss. Ne? Das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Das ist ein Zwölfzylinder? Auch Zwölfzylinder, genau. Ja. Weiß man, ob die Straßenmotoren den gleichen Motor haben wie die Rennversion oder ist da auch Unterschied? Es kommt auch das Baujahr an. Ja. Also die späten CLK LMs zum Beispiel haben dann 8 Zylinder. Die CLK GTRs prinzipiell sind vom Motor nahezu identisch. Mhm. Aber wie gesagt, die späten CLK LMs, also es war dann im Prinzip LM Full Le Mans, haben dann die 8 Zylinder Motoren drin. Ah, okay. Ja. Okay. Was macht ihr jetzt mit dem Auto? Das ist ein Auto aus unserer eigenen Sammlung. Bauen wir jetzt komplett auf, wird dann im Prinzip komplett restauriert. Und mein großes Ziel und großer Wunsch ist, damit nach Le Mans zu gehen. Echt? Ja, Le Mans Classic. Ja. Ja, und wäre das erste Mal seit dem tragischen Ende vom CLR,
dass wieder ein Mercedes in Le Mans mitfährt. Ja, mhm. Das wäre schon echt mega von der Story her. Das, was wir dort hinbekommen, ist natürlich ein Rieseneinsatz. Ja, wenn was schief geht, wäre es extrem schlecht, also wenn da jemand in die Karre fährt. Aber in den letzten Jahren, F1 war in Le Mans, GT1 war in Le Mans, aber kein CLK. Kein CLK, und deswegen, ich glaube, es wäre einfach mega. Wir müssen natürlich fahrertechnisch, Paydriver, darauf wird es rauslaufen, weil ich glaube, niemand von uns hat die Skills, so ein Auto in Le Mans zu bewegen. Und in diesem historischen Motorsport, die Jungs fahren da stellenweise echt mit Messer zwischen den Zähnen. Also das ist nicht irgendwie eine lustige Kaffeefahrt, wo man hingeht, um ein bisschen Spaß zu haben. Die fahren da wirklich kompetitiv auf den Sieg. Ja. Und du sagst, wenn einer reinfährt, wäre blöd, weil, wie ist das in so einem Fall? In so einem Fall 10 Millionen? Hast du einfach Pech gehabt. Ja. Das ist Racing. Echt? Das ist am Ende des Tages. Oder kann man das irgendwie als Unternehmen irgendwie versichern, dass man da... Man kann, es gibt schon, das wäre auch gerade im Rennsport bei DTM, es gibt Versicherungen, die das machen, kosten natürlich auch extrem viel Geld. Ist dann die Frage, wir haben es noch nicht ausgerechnet, was es in dem speziellen Fall wäre, aber es gibt auf jeden Fall, also auch im professionellen Motorsport gibt es Versicherungen, aber ist natürlich entsprechend teuer. Ja, ja, kostet dann wahrscheinlich, die Versicherung kostet wahrscheinlich, ich sag jetzt mal, 200.000 Euro und noch eine halbe Million Selbstbeteiligung. Es ist exorbitant teuer, die Selbstbeteiligungen sind recht hoch. Und ich denke, wenn wir es machen würden, ist eben echt die Frage, ob wir es machen würden, um auf Sieg zu fahren oder auch dem Fahrer einzuschärfen. Aber das ist halt auch immer, Rennfahrer sind Rennfahrer, die fahren selten gern hinterher. Und wenn die dann drin sitzen, ist ja wie in der Formel 1, wenn die Stallorder kommt und sagt, lassen vorbei, gibt genügend Fälle, wo sie es nicht machen. Ja. Und ja, ist wie gesagt noch nicht beschlossene Sache, wäre auf jeden Fall, denke ich, eine mega Nummer, das zu machen. Aber ja, schauen wir mal, wie weit wir in dem Jahr sind. Hier nochmal, Radlagergehäuse, Rennsport sieht man gleich immer sofort, ist gleich so hergestellt, dass man direkt die Bremsbelüftung über die Radnabe hinbekommt. Also, dass die Luft wirklich durch den Achsschenkel in die Scheibe und dann nach außen gepresst wird. Aber nicht dieses Jahr, ne? Wenn dann eher nächstes Jahr. Nee, wird nächstes Jahr. Ja, geil. Alright, let's move on. Mhm. Ja, geht im Prinzip da weiter, wo wir vorher aufgehört haben. Im Eingangsbereich sieht man schon gleiche Livery. So sehen im Prinzip alle unsere Rennautos aus. Jetzt genau die Ära meines Erachtens der DTM, die einfach das Nonplusultra war. 190e Evo 2, eigentlich die goldene Ära. Wenn man sieht, wie nah sowas an dem Straßenauto war. Insgesamt wurden dann 500 Autos für Homologationszwecke gebaut. Mega. Und das war auch ein Original-DTM-Auto von damals? Nee. Das ist ein Umbau. Mhm. Oh, gleich doppelt hält besser. Sind dann aber beides Umbauten? Nee, das ist ein originales Rennauto. Ah, das ist ein Original, geil. Das ist ein originales Rennauto. Mach ich beide Autos nebeneinander. Das ist ja, wie gesagt, ein Umbau. Ja. Und den wegen eurem Livery, den fahrt ihr auf den Trackdays wie auf dem Gare Collector Trackday? Genau, da war er letztes Jahr. Da kam jetzt der Motor raus, da ist die Revision notwendig geworden. Kam irgendwann nicht mehr drum rum. Die Motoren, einfach extrem Hochdrehzahl. Mhm. Das geht irgendwann aufs Material. Und das hier ist aber ein Originaler? Das ist ein Originaler, ja. Okay, weil zu dem Auto zählt ja schon noch dieses, das, was ich am Anfang sagte, dass man immer so fand, dass das relativ nah an der Serie ist, weil das ist ja tatsächlich noch, also klar. Ja, brutal. Hier wurde natürlich auch überall rumgeschweißt und alles, natürlich alles nachgeschweißt. Käfig komplett bis aufs Dom, aber... Oder wenn man das jetzt mal manchmal mit der Sicherheitszelle von den neueren DTMs vergleicht, ist es schon noch extrem puristisch. Mhm. Ja, und eben auch komplett von der Form. Das fängt bei den Scheinwerfern an. Klar, man hat die Bodykits dran, aber ich finde es beim Evo einfach so beeindruckend mit dem Flügelwerk, wenn man das Homologationsauto jetzt vielleicht einblenden in der Kamera, mal ein Straßenauto für die Homologation ist optisch eigentlich 1:1 wie das Rennauto. Ja. Im Interieur sieht es dann allerdings anders aus. Aber so sind die DTM, also war das hier DTM oder STW-Zeiten damals noch? Das ist noch DTM, ja. Also die sind ja auch in der ITC dann später gefahren mit dem 202, aber das hier war noch DTM. Weil wirklich ja noch, also da kann man wirklich sagen, das ist ja mit dem Armaturenbrett, hat er dieses Drehzahlmesser, der einfach nach oben gedreht ist, weil er wahrscheinlich die ganze Zeit da unten irgendwo zwischen 8 und 12 sich eigentlich befindet. Und halt Spiegel, ne? Also die Spiegel sind natürlich auch Chef. Oh, so mit Türpappen. Das ist ja echt noch eine. Pepita. Das ist ja echt noch eine ganze Karosse. Nur Hebeanlage rein, Zelle rein. Ich meine, der beeindruckendste Unterschied ist wirklich, wenn man auch ein Evo 2 speziell das Straßenauto fährt. Es ist von der Fahrperformance eben wirklich nicht besonders gut. Ne? Es sieht aus wie eine Boden-Boden-Rakete. Ich sage immer, wenn der Evo 2, das Homologationsauto, so gut fahren würde, wie er aussehen würde, würde Millionen kosten. Die sind ja schon deutlich teurer geworden. Vor ein paar Jahren lagen die noch so, ich sag mal so 2015, 2016,
zwischen 100.000 und 150.000 Euro. Heute für gute Autos weit über 300.000 Euro, ja, für die Homologationsautos. Und krass. Das ist es wert aus Sammlersicht, weil für einen Sammler ist es halt einfach so das Nonplusultra. Aber fahren, wenn man wirklich drin sitzt und fahren, das fängt bei der Schaltung an, hakelig, das Fahrwerk viel zu soft aufgrund von der hydropneumatischen Verstellbarkeit. Einfach wahrscheinlich, wenn du ein KW-Gewindefahrwerk reinbauen würdest, wird es schon deutlich besser werden. Der Motor hat einfach keinen Dampf, ja, 4 Zylinder, 2,5 Liter Hubraum, da geht nicht viel raus. Aber krass, dass hier ein 18 Zoll drauf ist, ne? Das ist auch für so ein... Ja, die Felgen jetzt zum Beispiel, das war dann in den späteren Jahren, 1990, wo der Evo 2 seine erste Saison gefahren ist, da hat er noch andere Felgen drauf gehabt. Wir haben E500 Limited zum Beispiel, diese sternförmigen Felgen. Das sind schon die Felgen aus den späteren Jahren, ja. Und in dem Spec waren die aber konkurrenzfähig damals? Also die waren richtig schnell auf der Strecke? Ja, die waren richtig schnell. Also gerade wenn man noch die Zeiten sieht, auch auf der Nordschleife, da ging schon gut voran. Können wir den mal einmal hochfahren? Ich will hochfahren. Mich würde mal interessieren, wie der so von unten aussieht. Weil wenn du sagst, Serie schlecht, der gut, dann muss ja alles anders sein eigentlich. Also ich muss zugeben, ich bin noch nie den hier gefahren. Ja. Aber einfach aufgrund seiner erfolgreichen Rennhistorie gehe ich mal extrem stark davon aus, dass er in keinster Weise vergleichbar ist mit dem Straßenauto. Und das Auto ist jetzt auch gerade nur zum Service, zum Race Ready machen? Genau, das ist auch ein Auto aus unserer eigenen Sammlung, das heißt, es steht noch nicht zum Verkauf. Right, let's have a look. Ja, aber da ist halt, also ich kenne jetzt nicht einen normalen Evo von unten, aber eine Sache ist Fakt. Ist deutlich anders, ist deutlich anders. Der fette Stabi wird auf jeden Fall schon mal nicht hier sein. Dann würde ich jetzt mal behaupten. Du siehst, wie tief das alles drin hängt, ja. Also du bekommst es halt einfach, du bekommst den Motor nicht tiefer rein, wie er gerade verbaut ist. Also das ist hier auch der ganze... Das ist witzig. Warte mal, kann ich dir das irgendwo zeigen? Wir haben für meinen, da müsstest du noch dabei gewesen sein, René. Wir haben für meinen Abarth vorne den Axtträger nachgeschweißt. So, und da habe ich auch den ganzen Axtträger, wie wenn du von hier hinten rein filmst, an der ganzen Kante nachgeschweißt, komplett zusammengeschweißt, eigentlich zwei Blechhälften, die zusammen sind. Und wirklich alle wieder, nein, das kannst du nicht machen, das reißt, das wird kaputt gehen, das wird nicht lange halten und so weiter. Und jetzt stehe ich hier vor und die haben 1:1 wirklich das Gleiche gemacht. Den ganzen Achskörper hier rundum nachgeschweißt. Geil, zwei Kühler mit Pumpen hier vor, aber sitzen auch geil. Da wird original sitzt hier, war ja wahrscheinlich der Tank, ne? Würde ich jetzt mal tippen. Ja. Einmal Differential und einmal, keine Ahnung, kommt von innen, vielleicht Servolenkung. Und ganze Hinterachse ist auch komplett. Ja, da ist nichts mehr original. Das ist komplett anders. Aber es ist ja gerade im Vergleich dann zu dem Nachfolger 202, der technisch dann wieder viel, viel weiterentwickelt war. Das war dann gerade die Zeit, wo die TC angefangen hat. Reglement gab es quasi keins und man hat einfach gemacht. Also man muss sich vorstellen, das ITC-Programm war so teuer wie die Formel 1. Also das ist, die haben fürs Qualifying einen Motor verheizt, fürs Rennen Motor verheizt, danach komplett krank. Also einfach die Technik mit den verschiebbaren Gewichten, längs wie auch quer, je nachdem wie man beschleunigt, gebremst hat, in die Kurven reingefahren ist, war das im Vergleich zu den Evos dann echt Rocket Science. Deswegen ist dann auch eingestampft worden, was viel zu teuer geworden ist. Also hier muss ich aber schon sagen, dass das tatsächlich echt seriennah ist. Also das ist so, wie wenn man sich ein schärferes Track-Tool baut so ungefähr und auf TÜV mal hier so ein Auge zudrückt, dann fängt man ja genau so an, das alles zu bauen. Das ist hier so ein bisschen Werkstatt alles. Werkstatt, ja. Also hier haben wir auch Fremdmarken, wobei man hier sagen muss, die Fremdmarken, die wir jetzt hier sehen, das ist nichts, wo wir restaurieren. Ja, das sind Servicearbeiten und ich meine hier klar, The Jag. Es wäre kein Jaguar, wenn er nicht in der Werkstatt stehen würde. Ja. Echt, sind die so anfällig? Das ist, die Jaguars, glaube ich, sind wirklich extrem anfällig, wobei sie gerade im historischen Motorsport gern genutzt werden, weil sie echt, wenn sie richtig aufgebaut sind, da der richtige Fahrer drin sitzt, echt wettbewerbsfähig sind. Aber Jaguars, die produzieren echt oft Ärger und Probleme. Ja, das sind jetzt Kundenautos, die gerade hier stehen. Aber krasser ist, Zustand, ne? Das sieht ja, das ist natürlich auch restauriert. Ja, sieht auch aus wie neu, das Ding. Dann, hier fällt es kaum auf, aber wie oft sieht man mal einen Porsche 959 auf der Bühne, ne? Das ist halt auch... Das ist auch eine Wissenschaft für sich, der 959. Das ist auch im Unterhalt wirklich nichts Einfaches. Weil so aufwendig? Also von der Servicewartung?
Es gibt einfach extrem viel, was kaputt gehen kann. Ich war vor einigen Wochen im Porsche-Zentrum in Stuttgart und dort der Verantwortliche sagte immer, er kennt weniger 959, wo irgendeine Kontrolllampe nicht leuchten würde. Meistens irgendwas ist immer. Das Fahrwerk ist extrem anspruchsvoll und die Autos stehen einfach extrem viel. Und wie in den meisten Fällen tut es den Autos nicht gut, wenn sie nur stehen. Und ich glaube, es ist wirklich auch ein Kompetenzthema, dass es mittlerweile wenige Leute gibt, die überhaupt noch in der Lage sind, A, von den Skills her die Autos zu servicen. Und das nächste auch, wenn es zu Ersatzteilen kommt. Ja. Und auch das ist was, wo wir in Zukunft uns mehr darauf ausrichten wollen, auch was speziell 959 angeht, weil wir eben auch einige Teile für die 959 aufgekauft haben jetzt, uns in der Richtung weiterzuentwickeln. Aber es ist wirklich ein anspruchsvolles Auto, was jetzt auch nicht in jedem PZ geserviced werden kann. Ja. Wastegate sitzt hier im Seitenteil mit eigenem Auspuff. Also sogar mit einem eigenen Schalldämpfer. Also Wastegate geht auf, Ladedruckregelung, hier geht's raus und da lang. Auch so noch nicht gesehen. Das ist crazy. Also wenn man sich überlegt, wann das Auto rauskam mit der Performance, die es hat, das ist schon beeindruckend. Deswegen ja auch Teil von den Big Four nennen wir es. Ja. Also das heißt 959, GT1, Carrera GT, 918. Das ist eigentlich so wie bei Ferrari die großen. Es gibt wenige Sammler, die alle vier zusammenkriegen. Mhm. Und wir hatten letztes Jahr bei uns ein Fotoshooting gemacht, wo wir alle vier mal wirklich auf einem Haufen hatten. Das sieht man auch echt selten. Aber ja, es sind in den letzten Jahren auch extrem teuer geworden, die Autos. Also aus Sammler, die natürlich schon echt extrem spannend ist. Extrem aufwendiges Dämpfersystem, ne? Mit zwei Dämpfern. Ist brutal, ist wirklich brutal. Also ich könnte es jetzt auch zur Sekunde gar nicht erklären, aber der 959, der hatte da ja irgendwas... Me either. irgendwas Hydraulisches am Fahrwerk. Weil Federbein Nummer 1, Federbein Nummer 2. Federbein Nummer 2 hat einen Anschluss dran, das heißt, das wird irgendwas mit... Keine Ahnung, Ausgleich, verstellbar. Du kannst ja die Höhe dann auch verstellen. Ja? Das heißt, du kannst das ganze Fahrwerk hochlassen. Ach, du kannst den hochfahren? Ja. Ach krass, ja, dann wird er es darüber machen. Dann wird er den darüber hoch und runter fahren können. Wastegate Nummer 2. Das geht in den Endtopf hinten rein. Ja, also ist schon wirklich auch massiv viel Technik. Im kleinsten Bauraum hier drin, das muss man schon so sagen. Für damals. Also das auch einfach nur Kundenfahrzeug, oder? Auch Kundenfahrzeug, ja. Und ja, einfach eine Ikone. Und ich finde es einfach so beeindruckend zur damaligen Zeit, diese Milestones. Ja, und wenn man schon von Milestones sprechen, dann kommen wir auch am Flügeltürer nicht vorbei. Mhm. Die absolute Ikone von Mercedes. Ist 70 Jahre alt geworden dieses Jahr, feiert Geburtstag. Runden Geburtstag vor 70 Jahren vorgestellt worden in New York auf der Autoshow. Wir nennen es nur The Rolling Microwave, weil das einzige Auto ist, wo du auch im Februar am liebsten eine Klimaanlage drin hättest. Ist wie ein Hochofen, wird extrem warm da drin. Du kannst die Seitenscheiben kannst du rausnehmen, wenn du willst. Ist ein bisschen gefrickelt, aber nur als einen Teil. Das heißt, du kannst sie nicht runterlassen. Du kannst nur die kleinen Dreiecksfenster aufstellen und hast eben die Motorwärme, die dir direkt reinkommt. Also im Sommer damit, da wird es warm. Ja. Ja, da wird es wirklich warm. Aber vom Fahren her heute einfach noch beeindruckend, wie das Auto performt. Also im Vergleich zum Roadster viel, viel mehr Richtung Sportwagen. Zum Beispiel hier ganz, ganz selten Rudge Wheels, das heißt Zentralverschluss, wie man es heute noch kennt. Ja, hat man im Motorsport benutzt, mit dem Kupferhammer dann entsprechend schnell die Räder montieren können. Und ja, das Auto vielleicht, wer es gesehen hat, vor 2 Jahren, das sogenannte Uhlenhaut-Coupé, das teuerste Auto der Welt, für 135 Millionen verkauft worden, da braucht man tiefe Taschen. Und war damals geplant, im Motorsport einzusetzen. Dazu ist nicht gekommen, sind nur 2 Autos gebaut worden, eins steht im Museum. Eins hat Mercedes bedauerlicherweise, muss man sagen, verkauft, weil es eigentlich die Mona Lisa der Autos ist. Und ja, der Flügeltürer ist einfach nur der Move. Und die Flügeltüren auch konstruktionsbedingt, weil drunter der Gitterrohrrahmen sitzt und der Gitterrohrrahmen hier entsprechend hochbaut. Das heißt, es war konstruktionsbedingt notwendig, die Türen hier oben anzusetzen. Und der Roadster hat eine andere Gitterrohrkonstruktion, die tiefer ist, deswegen hat der Roadster auch die normalen Türen. Mhm. Und für die größer gewachsenen hat Mercedes auch mitgedacht, damit du besser reinkommst. Aber es ist, ich bin erst vor 2 Wochen damit gefahren für Videoaufnahmen. Um den ersten Gang einzulegen, muss mein Gasfuß die Kupplung durchdrücken, was ich sonst den ersten Gang nicht reinkriege. Ja. Ist vom Platz her, im Roadster ist echt angenehmer, was das Platzangebot angeht. Ja, aber ist stilistisch, wenn man sich überlegt, damals so ein Auto, auch so diese Lufteinlässe hier und da, das sieht ja heute einfach nur gut aus. Das Design ist echt zeitlos und ich glaube auch, dass das Auto wirklich in der Zukunft interessant und spannend bleibt, weil es einfach so eine Ikone ist und es ist eigentlich egal. Es gibt
Autos aus den 50er Jahren, wenn ich damit als 30-Jähriger vor die Eisdiele fahre, dann denkt jeder, ich habe einen alten Mann überfallen und das Auto mitgenommen. Keiner hat eine Ahnung, ist das jetzt was Teures, ist das cool? Ja, und bei dem Ding, da weiß jeder, okay, that's big money. Und ich finde, heutzutage kommt da wenig ran. Und vor allem von der Fahrperformance, wie gesagt, also wenn man damit fahren kann, man muss eben wissen, was man tut, weil damals auch die Ingenieure gesagt haben, ein Auto, was übersteuert, ist besser zu kontrollieren wie eins, was untersteuert. Ist definitiv richtig, man muss halt nur wissen, was man tut, wenn es dann soweit ist. Und das Auto im Grenzbereich schnell zu fahren, ist schon was, was ich mir selber nicht zusprechen würde, was ich beherrschen würde, ist schon tricky. Ja, ist schon wirklich tricky. Die waren aber serienmäßig drauf? Gab serienmäßig als Option, ja. Echt? Ist ein seltenes Spec. Also sowas ab Werk, das ist auch wieder was, was in der Datenkarte dann drin steht. Ob der Wagen werkseitig mit Rudge-Felgen ausgeliefert wurde, macht auch wieder vom Value her natürlich entsprechend sich bemerkbar, wenn sowas original am Auto dran war. Kann man auch nachrüsten. Auf dem Ersatzteilmarkt ist nicht günstig, kann man machen. Und kostet wahrscheinlich gar 30.000 Euro, 50.000. Sogar noch ein bisschen mehr, ja. Ja, ist nicht günstig. Ja. Aber der ist jetzt auch von euch gemacht oder nee. Ist das so ein, ist nee. Der komplett original oder? Der weil ist, der hat ja minimal Patina, aber auch nur, wenn man genau hinguckt. Also. Ja, also der Wagen wurde ausgeliefert nach Amerika, ist dann in Kalifornien einige Jahre bewegt worden, dann nach Miami verkauft worden und dort über Jahrzehnte im gleichen Besitz geblieben, dann nach Deutschland gekommen in 1990 und direkt nach Ankunft, wirklich einen Tag nach Ankunft, nach Verzollung des Autos in Deutschland, ist er restauriert worden oder die Restauration hat begonnen. Das heißt, so wie er jetzt dasteht, ist im Prinzip die Restaurationsqualität von 1990. Mhm. Ja. Und dann in den folgenden Jahren durch einen guten Kunden unseres Hauses bewegt worden, bei uns immer geserviced worden. Und jetzt hat sich der Kunde entschieden, den Wagen zu verkaufen. Insgesamt hat es 2 Wochen gedauert tatsächlich nur. Geht jetzt nach Kanada. Das heißt, er kommt jetzt noch hier zurück. Seinen letzten großen Kundendienst von uns und wird seine Reise vorbereitet und geht dann im Flieger nach Kanada. Ja. Ja, einfach schönes Auto. Ich persönlich finde ihn als Flügeltür auch geiler. Ja, von der, wir sagen immer, den Flügeltürer besitzt man, den Roadster fährt man. Ja, ja. Ja, auch so die Optik, wenn dann beide Türen offen sind, ist einfach ja, cool. Ja, ist mega. Und last but not least ist speziell für die Porsche-Fraktion ein ganz, ganz spannendes Auto. 2.8 RSR, mhm. Damals mit das Schärfste, was Porsche rausgegeben hat, speziell das Auto, ganz, ganz besonders. Der einzige 2.8 RSR, ausgeliefert in Seeblau. Gibt kein anderes Auto in der Farbe und eine ganz, ganz interessante Renngeschichte zur damaligen Zeit. Viele Rennsiege mit eingefahren und das Schöne bei dem Auto war wirklich, das ist ein Auto, was sich aktuell im Verkauf befindet. Und als wir den Wagen online gestellt haben, nach circa 2-3 Wochen haben wir einen Anruf erhalten von dem Sohn des Erstbesitzers, des Erstbestellers. Und der fragte, ob er vorbeikommen kann, um den Wagen anzuschauen. Und wir haben natürlich gesagt, klar, wäre uns eine Freude, das zu machen. War speziell bei den RSR ist ja so, jemand, der nicht Porsche-affin ist, der jetzt vor dem Auto steht, da kann man extrem schwer den Value einschätzen. Es gibt so viele Umbauten auf RSR-Look mit dem Entenbürzel hinten dran. Und so eine Story dann zu haben, der kam zu uns und hat vor dem Wagen seinen Dad angerufen, vor dem Wagen angefangen zu weinen. Ja. Ich finde solche Stories einfach, das ist das, was den Autos eine Seele gibt. Und das verstehen auch nur Petrolheads, die wirklich für das Thema leben. Weil für den Außenstehenden ist das halt ein Stück Metall. Wie alt war der? Also konnte er sich selber an das Auto noch erinnern? Also sein Dad war nicht dabei. Also nee, sein Sohn war, wie alt war der Sohn? Ende 50. Okay, also das heißt, der konnte sich noch daran erinnern an das Auto? Ja. Und das ist einfach für sowas. Und so wie der hier steht, wurde der ausgeliefert? Mit den Schalensitzen so? Ja, also der Wagen ist natürlich restauriert worden. Der hat im Laufe seines Lebens viel erlebt. Der ist nach seiner aktiven Rennzeit ist er noch Rallyes gefahren. Dafür ist auch am Bodywork das ein oder andere verändert worden. Und in den 1990er Jahren ist er jetzt wieder auf den jetzigen Zustand restauriert worden. Und ist für mich einer der coolsten Porsche, den du fahren kannst. Mhm. Ja, und vor allem eben Straßen zugelassen, so wie er da steht. Ja. Er ist schon so ein richtiger Bad Boy irgendwie, ne? Mit diesem. Ja, ist mega. Man muss eben wirklich wissen, und das ist bei Porsche eben oft der Fall, dass man, keine Ahnung, was steht da eigentlich vor mir. Ja. Ja, also wahrscheinlich, wenn jetzt jemand damit nicht so drin ist, der denkt, okay, das sieht schon ein bisschen breiter aus wie normaler, dann kostet er statt 80 vielleicht 100. Ja. Aber da ist man jetzt von der Wertigkeit schon bei 1,8 Millionen bei so einem Auto. Ja. 1,8? Ja. Wie schnell hier immer die 7-stellige Beträge immer, immer über den Tisch gehen. Und eigentlich auch, und natürlich Motor hinten drin, ne? Der ist natürlich auch... Ja. Auch was Besonderes. Vor allem gerade, wenn kein
ja, selbst das kleine RSR da hinten nur dran steht, das ist jetzt ja auch nicht viel. Also es würde echt keinem auffallen. Ja. Das stimmt schon. Ja, das ist dezent. Ja, noch ein Blick in den Showroom. Weil der Kopf raucht. Also man ist wirklich überwältigt, weil ich glaube, es gibt wirklich nicht viele Orte, wo man über originaler Evo 2 DTM 959 Jaguar E-Type und dann noch ein Flügeltürer, alles so und gerade noch am CLK GTR, dann noch an der Rennversion vorbeigelaufen. Das ist natürlich schon. Ich sag ja, ich habe es vorhin gesagt, wo wir angekommen sind, it's just living the dream. Wenn man Motorsport oder einfach autobegeistert ist, das jeden Tag zu sehen und auch wenn man oft dran vorbeiläuft, es bleibt immer was Besonderes und ich denke, das ist auch das, was uns alle antreibt, dass es einfach diese Leidenschaft ist und wir haben den Riesenvorteil, wir haben die alten Hasen, die sich technisch mit Sachen auskennen, von denen die junge Generation noch keine Ahnung hat. Und auf der anderen Seite ergänzt sich das Team dann eben wieder durch die Jungen, die in den moderneren Motorsport wieder mehr Know-how haben und so ergänzt sich das Ganze. Und ja, unterm Strich ist es einfach was, wo ich mir wenig Schöneres vorstellen könnte zu arbeiten, weil es ja einfach... Also man ist halt komplett versaut dann, wenn du hier arbeitest, ne? weil egal welches Auto man aus der Halle hier einmal auf der Straße sehen würde, ne? Würde man denken, Alter, das kann nicht wahr sein, dass ich jetzt so ein Auto sehe. Ne? Es ist schon einfach geil. So, und hier und, steht an jeder nicht, Ecke nicht mal am Chef Auto. Sagen, aber ich würde es wahrscheinlich sogar umsonst machen, weil ich mir einfach wenig Schöneres vorstellen könnte, zu machen. Ja, also, cool. Dann gehen wir mal weiter. Ja. Und es geht gleich weiter, ne? Ja. GT2S 964. Man muss ja schon fast immer gucken, was das Besondere an den Autos ist, weil man ist sich ja sicher, es wird hier nur stehen, wenn es was Besonderes ist. Ne? Hier wird jetzt ja nicht nur ein normaler 964 stehen. Also ich denke, der Showroom zeigt eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt mal zu dem Handelsthema kommen, dass wir mehr sind als ein normaler Autohändler, weil in dem ganzen Showroom alle Autos, die man hier drin sieht, ist genau nur eins zum Verkaufen und das ist der Ruf BTR. Alle anderen Autos sind aus unserer eigenen Sammlung und stehen nicht zum Verkauf. Mhm. Und ich denke, das ist eigentlich so die Besonderheit, dass wir neben diesem Werkstattthema auch uns wirklich den Luxus leisten, eine eigene Sammlung zu haben. Ja? Weil wir einfach ungern oft auch Sachen verkaufen. Klar, wir haben einen Handelsbereich und wir verkaufen auch Autos von Zeit zu Zeit. Aber hier zum Beispiel ein schönes Beispiel für ein Auto, was wir nicht verkaufen wollen. Ist ein Einzelstück, es gibt nur insgesamt ein Prototypen und ein finales Kundenauto. Für einen der besten AMG-Kunden aller Zeiten gebaut worden, im asiatischen Sammler. CLK 63 AMG Black Series Track Sport. Keine Straßenzulassung, nur brutal. Wenn man sich jetzt mal das Bodykit anschaut, die Verbreiterungen. Hier vorne der Frontsplitter, der ist crazy, crazy. Aber der ist doch kein Meter gefahren, der ist neu, oder? Wir waren damit letztes Jahr in Donington. Der sieht aus wie neu wieder. Gut, ein Langstreckenrennen war es nicht, aber bewegt haben wir ihn, ja. Felgen finde ich richtig Porno. Ist mega. Könnte ich mir auf vielen Autos vorstellen, so impoliert. Und ja, du sagst es, ne? Also das ist natürlich hier natürlich schon, guck mal, das sind 15 cm, würde ich sagen, ist ja breiter. Ne? Ja. Ist wirklich, wir sind happy, dass wir ihn haben und freuen uns, dass wir es uns leisten können, sowas auch zu behalten. Wie kommt man an solche Autos ran? Ich denke, das letzten Endes und gerade für den Handel ganz essentiell, Erfahrung, Netzwerk, entsprechend gut verdrahtet zu sein und zu wissen, okay, wenn irgendwas auf den Markt kommt, dass man dann schnell genug ist und auch zuschlagen kann. Aber ist das noch alles, kommt das aus alten Zeiten oder gibt es sowas heutzutage immer noch, dass heute solche Autos immer noch mal, oder ist es da schon so, dass die Autos, die es gibt, ganz gut aufgeteilt sind? Ich finde eben damals, oder speziell sagen wir mal den Sammlermarkt so bis 2010 oder die ganz frühen 2010er Jahre, war der Markt komplett anders, wie er heute ist. Also auch hier ein schönes Beispiel, CLK DTM, Baujahr 2005. Mhm. Ist damals, als erstes kam das Coupé, als Hommage für die extrem erfolgreiche Saison 2003 in der DTM, wo der Bernd Schneider quasi jedes Rennen gewonnen hat. Und das sind so geringe Stückzahlen. Ja? Also wir reden da jetzt von 100 Coupés und 75 Cabrios am Ende des Tages. Und das würde heute wahrscheinlich so niemand mehr machen, weil die Controlling-Abteilung sagen würde, neue Tassen im Schrank, damit verbrennen wir nur Geld. Das Auto war eine komplette Eigenentwicklung von HWA. Das heißt, es hat nichts mit einem CLK 63 Black Series zu tun. Ja, da ist der 5,5er Kompressormotor drin aus dem SLR. Und damals wurden solche Autos eben von den Hardcore-Fans gekauft. Das war nicht mal einfach, sowas zu verkaufen. Und heute, wenn Porsche mit dem Announcement kommt, wir bauen eine Limited Edition, 2000 Stück, dann kommt jeder Jerry vorbei und kauft es in der Hoffnung, dass er zwei Wochen später das Ding mit 300.000 Euro Profit weiterverkaufen kann. Und das war eben damals gar nicht so der Markt. Und deswegen glaube ich, dass die Zeit
für die wirklich spannenden Autos so eigentlich rum ist. Ja. Also ich bin technisch, muss ich nach wie vor sagen, beeindruckt, was dort möglich ist. Ja. Aber vom emotionalen Ansatz her, ja, also dass ein Tesla Model S beschleunigt schneller als ein Carrera GT. Ja. Aber vom emotionalen Faktor muss ich sagen, dass es einfach nicht mehr das ist, wie es früher mal war. Ja, und alleine diese Stückzahlen, weil 75 oder 100 Stück ist halt wirklich gar nichts. Gar nichts, ja. So im Vergleich dazu, wie viel GT3 S als Beispiel gebaut werden. Ne? Ja, und selbst eben ist bei dem neuen ST, das sind mit Sicherheit coole Autos, ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber ich habe das Gefühl, dass eben die Hersteller mittlerweile einfach erkannt haben, dass sie damit Geld verdienen können, ja, mit diesen Limited Editions. Und oft ist es so, dass dann diese Limited Edition in Anführungszeichen ein sehr, sehr, das Basisauto sehr, sehr nah am Basisauto ist. Dann kommt eine Plakette drauf, einer von 2000 und vielleicht noch ein paar andere Felgen. Aber technisch ist es so nah an dem eigentlichen Ausgangsprodukt. Und das hier war eben wirklich im Prinzip was komplett Eigenständiges. Ja. Und da wüsste ich jetzt aktuell wirklich nicht viel, was es so im Markt gerade gibt. Also selbst bei einem Ferrari Monza und so weiter ist die Basis, die drunter steckt, eben wirklich nur 15. Und deswegen für mich der Sammlermarkt aktuell eigentlich gerade, wenn es um die Marke AMG geht, was wirklich unser Battleground ist. AMG ist der 90er Jahre, der frühen 2000er Jahre. Das ist noch was jetzt wirklich hochkommen wird in der nächsten Zeit. Oder als Beispiel, wenn VW jetzt gerade ihren Golf 333 da baut. Ja. Da ist jetzt ja auch nicht aufwendige Teile nur für das Auto für 333 Stück gebaut. Also so wie hier ja jedes Teil für diese geringe Stückzahl gebaut ist. Ne? Das ist verrückt und vor allem, wenn man sich überlegt, wie, ich sag mal, hemdsärmlich es damals gemacht wurde. Ja. Das wird es heute wahrscheinlich in der Form gar nicht mehr geben, weil jeder. Wobei Mercedes nach wie vor verrückte Entscheidungen trifft. Also so ein G650 Landaulet oder 6x6 so eine Entscheidung zu treffen und sagen, komm, wir bauen jetzt 99 G650 Landaulets, muss man auch erstmal machen. Aber im Sportwagensegment, finde ich, waren die 2000er war schon eine geile Zeit. So, ich würde sagen, mit den Worten verabschieden wir uns für das erste Video. Es ist mal wieder extrem lang geworden, aber bestimmt ein schöner Abendbringer. Ich hoffe doch. Für die Abendbeschäftigung. Vielen Dank, dass wir das hier zeigen durften. Wir fangen jetzt ja gerade erst an. Wir haben noch ein bisschen was vor uns heute. Much more to come. Deswegen danke fürs Zuschauen, danke für die Möglichkeit. Immer gerne. Und im nächsten Teil, wir fangen gerade unten an, wir arbeiten uns hoch, das wird richtig gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.